Basti. Komm mal zum Sunset. Ja, schön, dass ihr da seid. Satsang mit mir läuft so ab, dass ihr entweder, wenn ihr einfach so eine Frage habt, eine eher unpersönliche, allgemeine Frage, könnt ihr auch sitzen bleiben, wo ihr seid, sie von dort stellen. Oder wenn ihr in einen Dialog kommen möchtet, könnt ihr nach vorne kommen und einen Dialog führen. Und am Anfang war es eh schon ein bisschen Stille, aber ich würde gerne noch ein paar Minuten in Stille zum Ankommen hier gemeinsam sein. Ja, und wann immer von euch jemand einen Impuls hat, einfach folgen. Hallo. Hast du dir schon mal vorgestellt, es eine Welt, wie es geben würde, wenn alle Menschen erwacht sind? Was ist das für eine Welt? Gibt es dann erwachte Geschäftsleute, erwachte Künstler, erwachte... Was ist das erwachte Welt mit erwachten Menschen? Ich glaube, deine Frage war am Anfang, ob ich mir das schon mal vorgestellt habe, oder? Ja, genau. Habe ich. Erzähl. Ich habe mir das öfter vorgestellt. Ja. Habe aber dabei, ja, die am Anfang, also quasi wirklich so vor, knapp nachdem es so bei mir geschehen ist, also so vor fast 25 Jahren, da hatte ich wirklich so Vorstellungen. So als würden alle dann durch die Straßen tanzen und alles im Hier und Jetzt und das hat sich alles erledigt. Ne? Und da habe ich dann nicht, also die Vorstellung hat dann immer geendet dabei, dass alle durch die Straßen tanzen. Das war so anfangs. Aber dann habe ich es wirklich erkannt, dass das man muss auch bedenken, ich sehe das heute nicht mehr so, dass ich so groß einen Unterschied sehe zwischen erwacht und nicht erwacht. Das gibt es für mich so gar nicht. Ja, es geht um das, aus meiner Sicht geht es darum, was ist die Essenz dessen, was wir sind. Und das ist jetzt schon bei allen dieselbe Essenz. Und wie bewusst sich diese Essenz darüber ist, wer sie ist, ist sekundär, es ist alles immer perfekt, wie es ist. Auch der Weg zum Erwachen sozusagen soll genau so sein, zum sogenannten Erwachen. Was ja nichts anderes ist, als zu erkennen, wer man ist. Diese Essenz erkennen, die man immer schon war.
wie man jetzt schon ist, egal ob die Erfahrung des Erkennens dabei ist oder nicht, bist du das, was du bist. Diese Essenz. Das kann man Gott nennen, das kann man das Selbst nennen, das kann man die Göttin nennen, das kann man nennen, wie man mag, oder Bewusstsein. Das ändert nichts an der Essenz. Und das ist jetzt schon. Diese Welt haben wir jetzt schon. Okay, also du als Erwachter kannst das sehen. Ich kann das nicht sehen. Für mich ist das, ich nehme das nicht wahr. Ne? Und ich nehme wahr, dass erwachte Menschen sind anders. Anders reagieren. Anders leben. Anders sind. Also, ja. Nicht mit Wut und Schuldgefühlen vielleicht so belastet. Nein? Ich kann schon wütend werden. Gut, okay. Aber Schuldgefühle zum Beispiel, das ist dann nicht vorhanden, zum Beispiel. Du würdest doch keinen Krieg beginnen. Oder? Das nicht. Das nicht. Weißt du was? Also vielleicht als Selbstverteidigung schon. Aber das wäre dann nicht beginnen, das wäre dann eine Reaktion. Also für mich ist das so, nicht erwachte Menschen, also diese nicht erwachte Handlungen, ich meine, das ist doch nicht, ja. Ja, ich verstehe dich. Um trotzdem zurückzukommen auf die Ursprungsfrage. Es würden nach wie vor Kinder geboren werden. Ich sehe es auch als Illusion, also wenn man jetzt wirklich schon anerkennt, dass es eine Veränderung ist, das ist klar, ich würde auch nicht tauschen wollen. Ja. Wenn jemand sagt, ja, würde jetzt da gegen, was weiß ich, wie viele Millionen, Milliarden oder ich sage immer gern 10 Erdkugeln aus Gold, das klingt zu viel, würde ich nicht tauschen wollen, das ist schon klar. Aber es kommt halt nichts dazu, es fällt mir viel weg. Da kommt nichts dazu, zu dieser Essenz, die man schon immer ist. Sondern es fällt nur viel weg, der Irrglaube dessen, was man ist. Ja, es fällt weg die Illusion, nur dieser Organismus zu sein, damit identifiziert zu sein. Also da fehlt halt viel ab. Und natürlich ist es wünschenswert und geht es in die Richtung, da bin ich überzeugt davon, evolutionär. Mhm. Die Evolution strebt dem zu. Ob das wirklich jemals so sein wird oder ob sich vorher die Menschen selbst zerstören, selbst das kann passieren, ist aus der Sicht des Erwartens unbedeutend. Mhm. Ja, aus der Sicht des Kosmos ist es unbedeutend. Und das, was erwacht, ist ja immer der Kosmos zu sich selbst, in uns. Ja, in diesem Organismus erwacht dann der Kosmos zu sich selbst und erkennt, er ist der ganze Kosmos, der bewusste, lebendige Kosmos. Das passiert immer wieder und passiert immer wieder. Und das hat immer wieder Auswirkungen natürlich auf diesen Organismus, in dem es geschieht. Da ist dann Veränderung. Und natürlich ist es subjektiv strebenswert, obwohl so richtig strebenswert nichts, auch nicht, weil man nichts tun kann dafür, so richtig. Also nichts, womit garantiert, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn du 3 Tage das machst, bist du nachher erwacht. Das gibt's halt nicht. In dem Sinne ist das Erstrebenswerte eigentlich so ein Hindernis, danach zu streben, wenn man es genau nimmt. Es zu wollen ist fast ein Hindernis. Aber trotzdem ist es natürlich subjektiv besser. Quasi. Ja. Friedvoller. Und es ist wünschenswert, wenn das geschieht. Wenn es so weitergeht. Wenn in der Evolution das so geschieht, dass mehr und mehr Menschen in so ein Bewusstsein eintauchen, dieses Bewusstsein schmecken, diese Erfahrung machen und mitnehmen können und eine Transformation geschieht. Aber dennoch ist bei mir auch ein bisschen, vor allem die letzten Jahre, wenn man auf die Welt schaut, auch eine Skepsis entstanden, ob es überhaupt so geschehen kann und wird. Man kann ja auch schauen, hinter jeder Religion, die heute existiert, jeder Religion, die heute existiert, stand am Anfang irgend so Erwachens Erfahrung. Und die wurde geteilt. Und die Interpretationen dieser Erfahrung, die können sehr unterschiedlich sein. Ja, also die Erfahrung ist immer dieselbe im Prinzip. Aber wie ich sie interpretiere, wie sie der Verstand dann interpretiert, das ist schon unterschiedlich bei den spirituellen Lehrern an sich. Je nach Prägung, auch vom Organismus, je nach Verständnismöglichkeit,
ja, was der Verstand greifen kann und wie es sich erklärt. Und was daraus entstanden ist, wenn man bei der Religion anschaut, ist, dass es Religionskriege gibt, wo überall die gleichen Erfahrungen dahinter waren. Drum sehe ich das auch in gewisser Weise skeptisch. Also ich glaube nicht, dass Erwachenserfahrungen jetzt dass das unmittelbar davor steht, dass die ganze Welt erwacht und wir dann im ewigen Frieden leben. Das sehe ich in diesem Jahrhundert nicht. Und da sind wir eh alle nicht mehr da. Also. Ja, ewig haben wir keine Mount, ich hätte eine Chance, im nächsten Jahrhundert noch dabei zu sein. Ja. Drum, wenn, dann geht's um dich. Da hat es einmal, ich glaube, das war der Nisargadatta, obwohl da jetzt der Hammer nicht steht, aber egal. Der hat auch in die Richtung schon einiges gesagt, damals was nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Nisargadatta ist einmal gefragt worden, wegen dem Leid der Welt und die Kriege und wie kann man dies befrieden und so weiter. Und da kam eine schöne Antwort, schau, ich würde es aber nicht so sagen, aber das ist eine schöne Antwort, schau auf dein eigenes Erwachen, dass das geschieht, wo man da eh nichts machen kann, aber trotzdem. Und dann schau danach, ob wirklich noch in der Welt ein Problem ist. Weil die Sicht ändert sich dann schon. Man sieht zwar noch immer Krieg, aber man sieht, dass dahinter ebenfalls Gott steht oder das Göttliche, das eine Bewusstsein, das halt in Verirrungen sich verliert. Das ist schon klar, mit Ego dabei ist. Aber so what? Es ist trotzdem alles das eine Bewusstsein, es ist alles der eine Traum, der geschieht. Der dann an manchen Stellen ein Albtraum halt ist und manchen, nur, das sage ich auch oft gern, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Also auch da gar nicht so schlecht ist, als Trigger erwachen zu wollen. Auch wenn das Wollen jetzt nicht so toll dabei ist. Aber in die Richtung zu gehen, einen spirituellen Weg zu gehen, ist aus meiner Sicht nie verkehrt. Egal, ob man ankommt. Weil aus meiner Sicht ist man schon längst angekommen. Jeder ist schon längst angekommen. Absolut jeder. Das gilt für euch alle und das gilt für alles, was ist. Wir sind alle schon längst angekommen. Und erfahren hier als göttliches Bewusstsein diese Erfahrung Mensch. Das ist das, was damit geschieht. Mehr ist es denn? Und irgendwann ist diese Erfahrung von diesem einen Organismus, der da sitzt und der bei euch überall sitzt, also ihr selbst, diese wenn ihr da seid, irgendwann ist die zu Ende. Bei jedem genau einmal. Aufsteuern und zu, eine früher oder andere später. Wenn man Glück hat mit relativ wenig Schmerz, wenn man Pech hat mit intensiveren Schmerzerfahrungen. Und das ist das, was da geschieht, diese Erfahrung Mensch. Und die geht es eigentlich. Ja, das göttliche Bewusstsein sind wir sowieso, alle. Egal, ob wir es wissen oder nicht. Für diese Erfahrung Mensch ist es sogar teils notwendig, es eine Zeit lang nicht zu wissen, um diese Erfahrung machen zu können, um nicht daraus wegzuflüchten. Und, ja, oft kann es so eine Fluchtbewegung sein, eine spirituelle, weil man diese Erfahrung hier und jetzt, das was jetzt hier da erfahren wird, möchte, nicht machen möchte. Um die geht's, um diese Erfahrung bei jedem Einzelnen. Und die darf überall unterschiedlich sein. Ja, Katastrophe, wenn wir jetzt schon alle der, die dasselbe sind, der, die dasselbe Bewusstsein sind, der, die dasselbe Gott, Göttin selbst sind, ja? Wenn wir dann auch nur alle die gleiche Erfahrung machen würden, das wäre vielleicht im System, das wird, ja, hätte keinen Sinn. Also es geht genau darum, dass wir alle die unterschiedliche menschliche Erfahrung machen. Jede Blüte, jede Blume blüht auf andere Art und Weise. Und das geht es. Wir sind alle der, die dasselbe, aber wir machen unterschiedliche Erfahrungen hier als Mensch, hier als diese Organismen. Und um diese Erfahrung geht es, um nichts anderes. Und darüber hinaus vielleicht noch aus einer kollektiven Sicht um Evolution, um Weiterentwicklung. Das ist die Natur des Universums, alles, was möglich ist, erfahren zu wollen, in jede Ecke sich auszudehnen. Jede Erfahrungsecke.
das Universum lernt dabei. Ob man dann ein Buch schreiben oder als Lehrer wird, ist völlig egal, das geschieht über, heutzutage nennt man es einfach genetisches Feld oder Akasha-Chronik oder kollektives Bewusstsein, das wird alles gespeichert und wiederverwertet. Auch auf anderen Planeten. Also wenn wir da vor die Hunde gehen, macht nichts. Auf einem anderen Planeten, wo es von mir aus dann intelligente Ameisen gibt, dann machen die weiter. Ist nichts verloren. Seit deinem Erwachen Mitgefühl verändert? Hat es Auswirkungen auf dein Mitgefühl mit anderen? Mit sich selber? Oder? Auch. Ja, am Anfang hat es sich eher ins Negative verändert, fast. Also, was die eigentliche, nennen wir es halt mal so, Erwachenserfahrung betrifft, war es die ersten 2 Jahre eher so, dass ich ja nur mehr Gott gesehen habe, überall, in jedem, oder mich selbst, oder egal wie man das jetzt bezeichnen möchte. Ich habe es damals auch nicht Gott genannt. Ich komme ja hier aus der Osho-Ecke damals und da habe ich es Existenz genannt. Ich habe den Begriff von damals benutzt. Und wenn dann jemand kam, der gelitten hat scheinbar, dann konnte ich das nicht ernst nehmen. Ja, im Nutzen hätte ich den aufgerichtet. Kann man gut vorstellen, dass auf diese Art und Weise, habe ich teilweise auch erlebt, auch Heilung geschehen kann, so spontan Heilung, indem man diesen Organismus daran erinnert, Gott zu sein, sozusagen. Und damit, ja, schon allmächtig, diese Allmächtigkeit ist schon dabei. Und Wunder geschehen, permanent, das kann schon, da ist alles möglich. Aber bei mir war es wirklich so, dass wenn jemand kam, ich sage das oft gerne das Beispiel, weil es auch wirklich geschehen ist, mein Vater ist gestorben, und geweint hat, habe ich gelacht, einen Lachanfall bekommen, jetzt will mich Gott wieder verarschen und irgendwie identifizieren, dass ich diese Geschichte glaube, weil das ja nicht war, wo ist hier und jetzt dein Vater, der ist ja gestern gestorben, gestern ist nicht jetzt. Also ich habe das nicht, ich habe das alles nur mal als Geschichten wahrgenommen, die erzählt werden, aber nicht als wirklich. Diese menschliche Realität konnte ich nicht mehr sehen, sondern ich war nur in dieser göttlichen Ebene 2 Jahre. Und da war dann kein Mitgefühl. Es war permanentes Fühlen da. Es war Mitgefühl da, wenn jemand anderen Schmerz ist, den habe ich mitgefühlt. Also echtes Mitgefühl war schon da. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Das war schon da in der Begegnung, dass ich Leid nehmen konnte. Aber es war nicht dieses menschliche Mitgefühl da. Es war mehr so auf einer höheren Ebene. Und nach 2 Jahren war dann, ich nenne es mittlerweile ja schon länger Paramatvaita, aber im Prinzip ist es wie so eine zweite Todeserfahrung gewesen, wo dann der Beobachter, dieses bezeugende Bewusstsein, das permanent bezeugt hat, auch gestorben ist. Und da habe ich diese Erfahrung gemacht, die man es im Buddhismus Bodhisattva-Erfahrung nennt, wo dann dieses Mitgefühl erwacht ist, also das Herz nochmal erwacht ist. Es war schon kurz vorm Erwachen, habe ich starke Herz, wirklich Herz, da war die Blockade die große, die hat es vorher zerrissen. War schon einmal das Herz, Herz erwachen, aber dann war es nochmal das ins Herz reinsackt, könnte man sagen. Und da konnte ich die menschliche Ebene wieder wahrnehmen, wo dann auch dieses Mitgefühl auf der menschlichen Ebene, und das viel stärker natürlich als vorher, weil ich weiß ja dennoch, dass ich du bin, und jeder bin, also das ist gleichzeitig ja so mitgefühlt mit sich selbst auch. Aber ich konnte auch dieses Du annehmen, diese menschliche Ebene annehmen. Also diese Bodhisattva-Erfahrung ist dann noch einmal was anderes, was aber später kommt, nach der Erwachenserfahrung. Dass es wieder erweckt wird sozusagen, dass die menschliche Ebene, dort wo das menschliche Leid geschieht, dass man mit dieser Ebene kann und sich auf die beziehen kann, sozusagen. Und das auch wieder als quasi parallele Wahrheit annehmen kann. Das ist dann erst geschehen, 2 Jahre später.
Meinst du, dass das bei jedem so sein muss, dass erst die göttliche Erfahrung kommt und dann wieder das Menschliche? Oder kann das auch parallel laufen? Also im Prinzip ist es so, dass vor der eigentlichen Erwachungserfahrung schon auch Mitgefühl da sein kann, aber das ist für mich nicht so echt, wie es sein könnte, also wie es dann wirklich ist. Da ist es sehr oft, also da ist immer die Gefahr, dass man in so Fallen geht. Also am schlimmsten wäre natürlich Scheinheiligkeit, ne? Aber wo man es tut, weil man glaubt, man muss es tun. Ja, weil es so von außen auferlegt ist, als Wert, ja, aber nicht von innen herauskommt. Ja, weil beim echten Mitgefühl will man überhaupt nichts zurück. Ne? Da macht man das auch nicht für sich selbst, um jetzt besonders Mitgefühl zu haben. Oder aus karmischen Gründen oder so. Es gibt ja auch im Yoga, Karma-Yoga etc., Bhakti-Yoga, wo viel auch solche Energien dabei sind. Aber da macht man es umzu, weil es so ein Umzu dabei ist, so ein persönliches Umzu, was schon so einen leichten, ich sage jetzt nicht ungern, ich sage ungern Ego-Geschmack hat, aber schon, wo das eigene eine bestimmte Rolle auch spielt. Aber wenn das weg ist, auch wenn's, aber ich will nicht ausschließen, dass es auch ohne sein kann. Ja, ich meine jetzt mehr, dass erst diese totale Göttlichkeit gesehen wird und dann wieder die Menschlichkeit. Für mich, aus meiner Erfahrung ist es schon wichtig, diese göttliche Ebene pur zu erfahren. Ja, das war die Frage. Ja. Also wirklich so 100%. Da fällt für eine Weile zumindest, kann sein, dass bei manchen dann nur ein paar Minuten ist und nicht 2 Jahre, diese menschliche Ebene komplett weg. Weil es auf einer bestimmten, aus der göttlichen Ebene, eigentlich eine Illusion ist. Also, ist das eine Hilfe, die sich Prozesse angefangen haben? Also, ich bin seit 3 Jahren mit diesen Kundalini-Energie zugange, würde ich sagen. Und am Anfang waren das 2 Wochen permanent ständig da. Und dann habe ich ich habe das mitbekommen, wie ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und dann hat es aufgehört und jetzt ist es da, wenn ich sage, okay, jetzt nehme ich mir Zeit. Also praktisch. Und es ist wirklich jeden Tag früh und abends meditieren. Ansonsten ist das unerträglich. Na, also ich habe mich schon gefragt, ob das ein Fehler war, zu sagen, nee, bitte nicht permanent, vielleicht wäre das dann schneller gegangen, hätte ich mich dann zurückziehen sollen, in einer Höhle irgendwo sitzen und warten, bis alles durchgebrannt ist praktisch. Ne? Ich habe mich entschieden, da zu bleiben, wo ich bin, nicht zu verändern, weiter. Ne? Ich bin in einem Verkauf für Tabak und Lottoscheine und so und bin irgendwo im Einkaufszentrum, wo ich dann zugeballert werde mit Ganzen. Ne? Die Frage ist, ja gut, du sagst, es gibt keine Fehler, ist ja klar. Aber ich frage mich wirklich, also was mache ich denn da eigentlich? Bei mir ist Kundalini erwacht und ich verkaufe Zigaretten. Na, weißt du, also meine ich das ernst mit Erwachen oder ist das für mich nur so, ist das, ich ehrlich gesagt bin ich so, ich habe auch nicht das Gefühl, Ich bin total, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich fragen will. Ich habe vorher Nisargadatta erwähnt. Ne? Hast du schon gehört von Nisargadatta? Das war der Guru von Ramesh Balsekar. Auch so in der Hund. Aber der hat Bidis verkauft. Bidis sind indische Zigaretten. Also, okay. Das hat er sein ganzes Leben gemacht. Also auch als er schon gelehrt hat, das hat er, glaube ich, bis zum Tod gemacht. Der ist auch an Lungenkrebs gestorben. Erwacht? Er ist erwacht?
Und ja, trotzdem, man, look, ich habe gedacht, das ist dann... Der war gleiches Kaliber wie Ramana. Nur, dass er halt gehaucht hat, aber sonst. Ja, ja, ja. Der war einer der populärsten damals in die 70er Jahre, wie noch die Hippies so nach Indien gekommen sind, war das einer der populärsten in Bombay. Hat er zu Hause. Und sein Hauptschüler war der Ramesh Balsekar, der ganz groß geworden ist dann auch. Die sind schon recht gut gewesen, aber wie gesagt, das spielt alles keine Rolle. Ach ja, genau, das ist das. Also, Entschuldigung. Spielt keine Rolle, was man macht. Es gibt auch kein richtig und kein falsch in dem Ganzen. Es kann schon sein, dass für den einen gut ist, sich komplett zurückzuziehen in die Höhle oder wo auch immer hin und für den anderen nicht. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist so ähnlich, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Universum. Das möchte alle Varianten durchspielen, sozusagen. Das möchte erfahren, wie es ist, eine Kundalini-Erfahrung zu machen und dabei mitten im Leben zu stehen. Und das möchte auch erfahren, wie es ist, eine Kundalini-Erfahrung zu machen und in Himalaya zu gehen und 20 Jahre nicht mehr aus der Höhle zu kommen. Alle Varianten sind gut und das Universum lernt damit. Das ist ja alles Evolution. Gerade diese Energie ist ja was extrem Evolutionäres. Weil es weckt ja wirklich, da werden wirklich Gehirnregionen erweckt, neue. Also auf der persönlichen Ebene geschieht da ja mit dem Körper extrem viel. Das ist ja wirklich quasi noch ein Bonus obendrauf oder was eigener Prozess, ja, der zwar oft mit einem Erwachen einhergeht, aber nicht unbedingt einhergehen muss. Also praktisch würdest du, kannst du gar nicht sagen, also wenn du weiter Zigaretten verkaufst, wirst du nie erwacht. Oder nee, so, das würde ich nie sagen. Nee, weil ich ja in dieser Gavata als Beispiel kenne, der weiter Zigaretten verkauft hat, nach dem Erwachen sein ganzes Leben. Da hat er gelebt, gelehrt hat er völlig kostenlos. Und was würdest du empfehlen? Ich mache. Setze mich in Teufelsküche, ne? Dann übernehme ich dein Karma. Bin ich schuld. Das hat man am Anfang mit der Schuld, ne? Nee, die lieber nicht. Ich will ja erwachen, aber ich komme da nicht weg. Ich könnte mir jetzt schön davon stehlen und davon sprechen. Du hast ja eh keine Wahl. Ne? Ja, ja, das genau. Das so, so. Sag das mir. Da bin ich dann aus dem Schneider. Oder? Genau. Aber wenn du glaubst, du hast Macht, dann mach. Wenn es verkehrt ist, dann mach es nachher halt anders. Na toll, bin ich umsonst gekommen. Hast du schon bezahlt? Ja. Ich dachte, du sagst mir, was ich machen soll. Ja. Ich würde gerne bei der Unerträglichkeit von Kundalini ansetzen, weil ich habe so gefühlt, bin ich seit 10, 12 Jahren mit dem unterwegs. Es wächst immer mehr. Und ich habe dieses Unerträgliche bis heute ausgehalten. Und es war mehr als einmal, dass ich mir gewünscht habe, diesen Weg nie gegangen zu werden. Also, wo mir eigentlich während Abenden oder sogar tagelang nichts anderes übrig blieb, als im Bett liegen zu bleiben und in der Atmung zu bleiben und sonst ging gar nichts. Und dann war es ganz komisch, wenn das Leben mich dann ruft, dann bin ich von einem Moment, denke ich, das kriegst du nie hin, wenn du jetzt hier aus der Wohnung gehst und dann stehe ich mitten, rede ich mit 5 Leuten und bin total im Austausch und habe nicht, also habe das, ich bin dann gar nicht mehr, wo ich vorher war. Das ist so ganz komisch. Und meine zentrale Frage jetzt ist hier, weil ich habe dein Buch, bin ich dabei zu lesen, über die Erwachung. Und dann bin ich über ein YouTube-Video von Karl Renz gefahren.
Und der hat seine Leute gefragt, sag mal, was macht ihr überhaupt hier? Wieso seid ihr hier oder habt ihr noch immer ein Problem mit euch selbst? Das ist ja, dann ist die Frage, was mache ich hier? Wieso fahre ich hier so weit, um dich zu sehen? Und, hast du auch schon bezahlt? Das ist elementar, weißt du? Dass du es nicht für mich tun kannst, das ist mir klar. Aber jetzt hat mich echt getriggert, als du gesagt hast, ich hatte hier so eine Herzblockade. Und ich habe so das Gefühl, und innerhalb dieser Herzblockade ist die Akzeptanz von mir selbst. Also ich, und darin auch mich dem Leben hinzugeben. Mhm. Und damit habe ich echt noch immer Thema. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen will. Ich bin so richtig hilflos damit. Und vor allem, wenn ich in eine Lebenssituation komme, wo ich merke, das Leben drückt mich da rein und wo es auch um Finanzen geht und wo alles anfängt, so ein bisschen zu wackeln, dann denke ich mir, dann kommt so eine Energie. Am liebsten würde ich diese ganze Maschine ausschalten. Ich mag nicht mehr. Das ist mir einfach zu heftig. Und darin stehe ich jetzt gerade. Und darum bin ich jetzt hier. Also mit dieser tiefgreifenden, ich sag's mal so, ganz Ablehnung von mir selbst. Mhm. Dass das auch immer ist, mir selbst. Aber irgendwie habe ich da, ja, kannst du nicht anders beschreiben. Ja, es ist interessant, dass es ist wirklich so, dass in letzter Zeit sehr viele, auch bei Online, gehen wir wieder seit einem halben Jahr Einzelsitzungen über Zoom und so, kommen extrem viele Menschen im Moment zu mir, ich würde sagen, mehr als die Hälfte, die kommen mit Kundalini-Problematik. Ich hatte das Glück, und da schließe ich das an, was du auch gefragt hast. Ich hatte das Glück, mich freigeschaufelt zu haben. Wie ich nach Indien gegangen bin, also das war ich noch in meiner Suche-Zeit, in meiner tantrischen Zeit, war eigentlich, mein Weg war es Tantra hauptsächlich. Und Yoga, also sehr yogisches Tantra mit vielen Atemübungen etc. und den Kundalini-Auslösungen. Da habe ich zur Verabschiedung, bevor ich nach Indien gefahren bin, mit meinen Freunden regelrecht eine ich habe so fast so genannt, ich glaube, ich habe so wirklich so genannt, eine nicht nur Abschiedsparty, sondern Todesparty. Regelrecht. Weil ich gespürt habe anscheinend, dass der geht, nicht mehr kommt. Und so war es ja letztlich auch. Aber ich hatte eben das Glück, mir da 2 Jahre freischaufeln zu können, um mich voll und ganz auf diese Prozesse einlassen zu können. Und mich nur mehr um das zu kümmern, also kein Beruf mehr daneben. Sogar Familie, ich habe 2 Töchter gehabt, die dann ihre jeweiligen Mütter, das waren 2 verschiedene Frauen, jeweils dann zurückgeblieben sind. Aber da waren die Beziehungen schon geendet, also da war ich auch schon freigesetzt und nicht einmal so, dass ich schlechtes Gewissen haben musste, weil es war nicht ich der gegangen ist, sondern es waren jeweils die Frauen, die dann neue Partner gefunden haben. Also ich war frei. Weil ich frage mich schon, warum, ich frage mich das selbst, warum bei so vielen Menschen die Kundalini so krasse Auswirkungen hat. Für mich war es eine glückselige Erfahrung. Ich hatte zwar danach das auch krass. Es hat auch das andere. Es hat nicht nur dieses Unerträgliche, es hat auch diese Weite, dieses im Moment sein, dieses Spüren, dass ich das Ganze bin, dass die Kraft durch mich wirkt. Mhm. Da stehe ich mir noch immer auf dem Weg. Ich will noch immer Chef sein von dem Ganzen. Wahrscheinlich ist das das Problem. Ja. Es ist auch das Muster, wo ich erkenne, dass das bei den meisten Menschen so ist, dass teilweise die Energie noch kontrolliert werden möchte. Ja. Und in Wirklichkeit geht es eben darum, diese Kontrolle komplett aufzugeben. Komplett aufzugeben. So weit aufzugeben, dass man bereit ist, dafür zu sterben. Ja, so fühlt sich auch an. Obwohl es dann nicht der physische Tod ist, ja, aber er hätte es sein können. Bei mir, er hätte es sein können. Ich habe mich dann hingegeben in einer Gewissheit, dass ich physisch, dass mich diese Energie tötet. Mhm. Ja, aber ich war dann bereit dafür, ja, weil ich von der Welt
noch größer enttäuscht war, ich war immer der positive Typ, ich hatte nie suizidale Gedanken oder sowas, ich war nie der depressive Mensch, und ich war auch einer, der gern kontrolliert hat. Ja, aber da war ich dann an einem Punkt, wo ich loslassen konnte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, und ich so löll, das kleine Liebe, also so ein typisches Geschichte, wenn eine Liebesgeschichte, wenn er mal schlecht endet. Ne? Und dann gibt man auf und sagt, okay, da will ich eh nicht mehr inkarnieren, komischer Planet, weg. Und es war auch so, weil dann dachte, wenn ich irgendwo als kosmischer Luftballon wieder geboren werde, oder und dann warum? Kugel, das ist Energiekugel, keine Ahnung, aber hier nicht mehr. Ne? Und jetzt würde ich das Gegenteil sagen. Also ich könnte ewig hier bleiben. Also überhaupt kein Problem mehr mit dem Planeten. Aber damals war das so. Und da ist dann die Bereitschaft, wirklich auch dafür zu sterben. Und dann geht es darum, sich von dieser Energie voll und ganz nehmen zu lassen. Komplett dieser Energie hingeben. Komplett aufgeben, sich ergeben. Das ist ja das Göttliche, man ergibt sich regelrecht. Ja? So richtig, die echte Hingabe ist ein Sichergeben vor dieser Energie, was vor allem dann geht, wenn man auch schon das Erkennen hat, so war es bei mir, das war so dann zwei Tage vorher, so erkennen, dass da wirklich etwas Größeres ist. Ja, ich habe vorher, war ich so typisch in diesem tantrisch-yogischen, wo sehr viel Ego auch dabei sein kann, so ich bin ein Gott, alle sind immer Götter und Göttinnen und Shivas und Shaktis und so, aber sehr ego-bezogen, ja. Aber dass da wirklich was Größeres ist, als ich selbst, als Mensch. Und zu vertrauen, dass dieses Größere sogar besser weiß als ich, was für mich gut ist, das ermöglicht dann diese Hingabe. Das ermöglicht dann, sich dem voll und ganz zu ergeben. Voll und ganz zu ergeben. Und dafür zu sterben. Also sich voll hin. Und das ist gleichzeitig diese Energie. Diese Energie ist das. Das ist der Teil dieses Großen, man kann es jetzt nennen Gott, Göttin, das Selbst, egal wie, das ist der Teil, der eben in uns auch steckt. Das ist genau diese Energie. Die steckt auch in uns, die lebt uns, das ist die Lebensenergie an sich. Und sich dem vollkommen hingeben, vom Verstand her, und der Verstand aufgibt und keine Kontrolle mehr will, die Kontrolle erzeugt die Reibung. Nicht? In dem Augenblick, wo ich diesen Prozess beherrschen möchte oder dosieren möchte oder irgendwas, das erzeugt die Reibung zwischen ich will es so haben, ja? Aber nee, die Energie will es nicht so haben, die will es so haben. Und sich dem hinzugeben, das ist im Prinzip das Geheimnis. Und das muss aus meiner Sicht, egal ob das jetzt ist, dass man in den Himalaya geht oder egal was macht oder einfach sitzen bleibt und wartet, bis es vorbei und durch ist und ob das einen Tag dauert oder einen Monat, aber für mich, ich bin schon überzeugt, dass es schon darum geht, sich dem vollkommen zu ergeben. Absolut und vollkommen zu ergeben. Jeden Widerstand aufzugeben. Egal, was passiert. Ramana, er wieder, das erste Mal, dass ich ein Ramana-Bild gestellt habe, aber darum erwähnen, jetzt schickt er mir das so, dann, nee. Der ist zwei Wochen in irgendeiner Gruft drin gesessen, wo sie ihn rausgeholt haben, der war schon von Insekten zerfressen. Ja. Also radikal, egal was geschieht, sich vollkommen dieser Energie hingeben. Und da ist dann nicht die Frage, dass wiederum ich entscheide, bleibe ich in der Trafik und verkaufe Zigaretten oder gehe nach Indien oder mache dies oder das, sondern diese Entscheidung vollkommen abgeben. Mhm. Braucht man immer entscheiden. Es geschehen lassen, was immer geschieht. Ja, wenn man einen Job hat, verliert man oder nicht, oder man kann, egal was geschieht. Gott ist überall, der ist ja nicht nur in Indien. Ist der in Deutschland auch? Das war in Deutschland. Spielt alles mit. Egal ob das ist, auch Schulmedizin, alles spielt mit. Es gibt überhaupt nichts, was nicht das Göttliche ist. Und sich dem vollkommen ergeben. Das hat aber gar nichts mit der Spiritualität zu tun, mit der ich angefangen habe. Macht nichts. Das ist richtig hammerhart. Also das ist, also mag jetzt nicht jammern, das hat auch was sehr Lebendiges, sehr Schönes, was, was ist das? Sowas von, ich habe gar keine Worte dafür, aber das kostet mich selbst. Das genau, ist, so ist es, so ist es, das ist der Preis,
Aber das ist nicht der Teil deiner selbst, der du wirklich bist. Sondern das ist der Teil, der du bist. Ja, aber das merkt man erst danach. Ich habe so überlebt bis jetzt. Also mit dem anderen Teil. Das hat gut funktioniert bis jetzt. Da war ein Parameter, wo ich denke, das kann ich nicht machen. Nochmal zu dieser Blockade da. Also, wahrscheinlich hat das alles damit zu tun, weil. Absolut, ja. Weil ich so gerne in die Eigenliebe kommen wollte. Darum muss es, es ging gerade um Mitgefühl, es geht darum, ja, Mitgefühl für mich selbst zu empfinden. Ja, aber genau das geht gleichzeitig, das ist es ja. Diese Hingabe ist eine Hingabe an das, und das bist ja du. Und dort fühlst du dich gut, wenn du dich dem hingibst, und das können dann einfache Sachen sein, da geht es nicht mehr darum, was man macht, Großes, sondern da geht es darum, esse ich ein Stück Brot oder lege ich mich aufs Sofa oder gehe jetzt duschen oder setze ich mich hin. Ganz einfache Dinge, nämlich direkt bei dir, beim Körper. Mhm. Beim Körper bleiben und nachfühlen, was will der Körper jetzt? Weil da ist diese Energie drin. Was will der Körper jetzt? Und dem folgen, sich dem hingeben, was der Körper jetzt will. Weil das ist eigentlich die Eigenliebe, das ist die Selbstliebe. Mhm. Ja, das ist die Liebe zu dem Selbst, das was man hier spürt. Wenn man hier spürt, was dieser Körper jetzt will. Der will nichts Großes. Der will jetzt nicht, dass man einen Porsche kauft. Der will einfach ein Glas Wasser vielleicht. Oder so. Ja, so ganz kleine Dinge. Das, was der Körper jetzt will, das ist die Selbstliebe. Und dann fühlt es sich gut an. Mehr brauchst du nicht. Dieses gut anfühlen, der Körper ist zufrieden. Fühlt sich gut an. Will er jetzt schlafen oder nicht? Wie lange will er schlafen? Will er einen Wecker? Wahrscheinlich nicht. Ja, das dem Körper geben, dass er mal voll und ganz er selbst sein kann. Und zu wertschätzen, wie innerlich schön ich bin. Genau, absolut. Ich glaube, das ist das, das mich am meisten, glaube ich, langsam schockiert. Ich glaube, meine Erwartung war, je mehr ich dann Richtung Erwachung gehe, desto mehr werde ich, weiß ich nicht, nach Indien wollen oder was verändern wollen. Und wenn ich dann so, ich nehme immer mehr wahr, dass mir, das ist mir egal, das ist also eigentlich will ich, also ich will immer weniger. Ne, dieses. Und irgendwas in mir glaubt das gar nicht, sagt, nee, das ist doch, ne, das kann nicht sein, dass das ist, ne? So, du sollst doch wollen irgendwas dann so, ne? Wollen, also immer mehr wollen. Also das klingt absurd, ne? Das klingt absurd, ne? Ich habe das schon gehört sehr viel, das, ne? So über Erwachen und so. Aber wenn ich dann selbst erfahre, ne? Das Wollen immer weniger, es wird immer stiller, immer weniger reden, weniger sich bewegen, weniger, ja, nichts, sitzen einfach. Und wenn das dazu dann kommt dann so ein Gedanke, nee, das kann das nicht sein. Du sollst doch jetzt wollen irgendwas machen. Nach Indien reisen wollen. Warum willst du nicht nach Indien reisen? Sowas, ne? So. Ja, aber das, für mich ist das der Weg, dieses immer weniger wollen. Und im Jetzt ankommen und zu schauen, was will der Körper jetzt? Ja, kein Wollen, was ich irgendwo morgen, nächste Woche in einem Monat. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Das ist das Echte bei Selbstliebe. Da geht es nicht um Wollen, da geht es um Hingabe. Da wirst du zu einem Erfüllungsgehilfen für deinen Körper, für deinen Organismus, was der gerade jetzt will. Gerade jetzt. Der Körper weiß immer, was er jetzt will. Der weiß nicht, was er morgen will. Der weiß nicht, dem ist auch egal, ob du in Indien oder sonst wo bist. Ja? Der will einfach jetzt, der ist ja jetzt da. Und jetzt ist eigentlich für den Körper alles gut, wenn du ihm alles gönnst, was er gerade jetzt will. Nur um das geht. Nur um das. Und das ist eigentlich auch der schnellste Weg zum Erwachen. Ja. Dieses kleine Wollen vom Körper, das, was er jetzt braucht. Nichts Großes, kein Wille in dem Sinn, ja, sondern Selbstliebe. Die Liebe für diesen Körper, den Organismus, das zu geben, was er gerade braucht.
was sich für ihn gerade am besten anfühlt. Sitzen, stehen, liegen, egal was. Auf dem Körper. Und dann wird die Intuition, wenn man damit anfängt, kriegt man so ein Gespür für diese Körperintuition. Und wenn man dann dem beginnt zu trauen, vertrauen, auch wenn ich rausgehe, gar nicht, dass ich sage, ich will jetzt dort und dort hingehen mit irgendeinem Ziel, sondern wirklich in die Richtung gehen, der Weg ist das Ziel und der Körper bestimmt, jetzt gehe ich links oder rechts und ich lasse mich vom Körper, so weit kann das gehen, nur als Beispiel, und ich lasse mich dann vom Körper führen, der will jetzt links gehen, okay, dann gehe ich links, ich weiß nicht warum, aber machen wir halt mal. Und dann passiert 5 Minuten später irgendein Wunder, ja, irgendwas ist dort, was genau das liefert, was man gerade braucht, vielleicht irgendeinen bestimmten Menschen treffen oder irgendein Geschäft, wo man sowieso längst schaut, ah ja, das wollte ich mal. Ja, da geschehen dann die Wunder, so kleine Wunder. Und wenn man in diesen Prozess einmal reinkommt, das ist der Fluss, der dann im Idealfall auch wirklich beim Erwachen endet. Genau dorthin geht. Weil es geht ja einfach nur direkt zurück zu dir selbst. Und dieses Selbst ist hier im Körper. Und dort, das ist der Weg. Dieser Weg, da geht es nicht um einen Ort. Da geht es um diesen Weg, zu dir zurückzufinden. Und das gilt für jeden. Und in dem Augenblick, wo man vollkommen wieder mit sich verschmolzen ist, in dem Augenblick ist dann die Chance, dass eben wirklich erkannt wird, dass das, wer du wirklich bist. Das macht mir aber Angst. Der will keine Mutter sein, der will keine Ehefrau sein. Ja, muss er nicht. Das. Muss er nicht. Ja, aber das ist schon sehr beängstigend. Ich habe viele Kinder. Wie viele Kinder hast du? Naja, 3 eigene und 3 als Stiefmutter, also eine große Familie. Und Oma bin ich auch, aber ich will keine Oma sein. Ich will keine Mutter sein. Darf man das ausschneiden? Das ist scheiße, das ist, ja, das ist ja unglaublich. Bewertung. Das ist ja nur Bewertung, wenn du sagst, dass du das bewertest. Aber Fakt ist, wenn du das nicht willst, dann willst du das nicht. Oder wenn der Körper das jetzt nicht will. Dem Körper ist das sowieso, der Körper will ja das nicht. Der ist das sowieso. Ja. Der Körper ist schon einmal dreifache Mutter, das kriegst du dann nicht weg. In dem Sinne, was will du? Ja, ja, das ist ja schon passiert. Es hat ja nichts mit dem zu tun, was jetzt ist. Und wenn du jetzt für dich Entscheidungen triffst, für dich oder der Körper für dich, dann sind die richtig. Dann der Körper weiß besser als du, was für diesen Körper richtig ist. Und das darf dann sein. Dieses Selbstverurteilen vor der Gesellschaft oder Moral, nee, das ist es nicht, sondern es geht um dich. Und aus meiner Sicht ist es sogar so, wenn ich dem Körper voll und ganz folge und dieser, ich sage jetzt mal, göttlichen Intelligenz und göttlichen Intuition voll und ganz folge, auch wenn es scheinbar für andere schlecht sein könnte, ja, in Wirklichkeit ist es das nie. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dem hier folge, dem Herz, ja, dem Inneren, dann ist es automatisch auch für alle anderen am besten. Egal wie, es ist vielleicht nicht so, wie es der Verstand als Bestes ansieht, aber in Fakt ist es bist du dann trotzdem in Harmonie mit demselben Selbst im Anderen. Ja, nicht mit dem Ego im Anderen. Ja, die kann sein, dass sie die dagegen wehren, aber mit dem Selbst im Anderen. Das heißt, wenn du dir folgst, dem Selbst folgst, dem Eigentlichen, ist es auch für das andere Selbst, also es ist dasselbe Selbst. Es gibt nur ein Selbst. Auch in den Kindern ist dasselbe Selbst. Ja, dann ist es auch für die am besten. Auch wenn sich Ego dagegen wehrt, egal was geschieht. Diese Erfahrung habe ich ganz, ganz tief gemacht und die macht jeder, der dem wirklich folgt, erkennt dann, dass es das Beste war für alle. Dass es immer das Beste für alle ist, wenn man diesem Selbst folgt. Weil in allen anderen dasselbe Selbst ist. Wenn du diesem Selbst hier folgst, ist das dasselbe Selbst, das in allen anderen ist. Da hätten wir dann diese ideale Welt. Ja, das wäre schon möglich und in diese Richtung kann Evolution gehen. Ja, und da braucht man nicht mal Erwachen dafür. Wenn jeder dem hier folgt, hätte man keine Kriege. Und das wäre wirklich dann immer das Beste für alle, automatisch. Und diese ganzen moralischen Verurteilungen, wie es sein soll und wie andere bewerten,
Das ist es nicht. Das, was du fühlst, das ist richtig. Du bist da immer richtig. Und du kannst dir erlauben, dem zu folgen, deiner Selbstliebe für dich selbst. Das heißt ja nicht, dass du plötzlich keine Mutter mehr bist. Du bleibst ja. Und trotzdem ist dann das vielleicht für die Kinder das Beste, was auch immer dann geschieht. Und die Enkel und was weiß ich. Ich habe so ein Bild. Das ist meine Welt. Und ich möchte die Essenz, dieser weiße, luftige, so einfach rausziehen. Und dann sehe ich, wie das alles einfach zusammenbricht. Und das ist meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht nicht, dass es zusammenbricht. Meine Sehnsucht einfach nur, mich ganz klein machen und einfach weg. Einfach weg. Und diese Menschen müssen an mich gar nicht erinnern, so ich nie da war. Einfach weg, weißt du so? Ja, ich kann es verstehen. Oh, oh mein Gott, das Höchste. Ja, vielleicht kannst du da wirklich was erfüllen. Egal wie die Sehnsucht, egal was die sagt. Warum nicht? Und schauen, was geschieht. Ich glaube, ich erwarte noch Erlaubnis von dem Leben. Ich glaube auch, ja. Ich warte, dass mir das Leben erlaubt. Das kannst nur du. Ja. Das Leben erlaubt es dir sowieso. Du musst es erlauben. Es geht nicht um andere, die es erlauben. Stell dir vor, also ich hatte solche Gedanken früher auch schon. Was da hilft, ist immer wieder auch die Vorstellung, was wäre, wenn du jetzt in diesem Augenblick umfällst und tot bist. Was würde das für die anderen bedeuten? Weil wäre das, das kann, ich sag's, ich mach's nur so wie ein bisschen ein Spiel, ja, aber wenn man nicht der Selbstliebe folgt, dann kann es passieren, dass Krankheiten geschehen, etc. Und das ist dann ja noch schlimmer. Vier Kinder zum Beispiel, wenn du jetzt stirbst, wäre ja nur immer besser, du nimmst eine Auszeit oder whatever. Und schaust, dass es dir gut geht, dann kannst du vielleicht in späterer Folge den Kindern viel mehr zurückgeben, als wenn es dir schlecht geht und du sowieso nichts geben könntest. Oder im schlimmsten Fall stirbst. Das hat mir oft geholfen, dieser Gedanke. Was wäre, bei mir war es nicht mit Kindern, bei mir war es mit Beruf. Ne? Man glaubt immer, man muss, weil man hat ja versprochen oder was weiß ich, ne? Da muss man jetzt durch und da muss man jetzt das machen und da muss man das machen, weil kann man ja nicht, obwohl alles im Körper schon schreit, nein, ich will nicht. Aber man muss, ja. Und da hilft dann dieser Gedanke. Also, ja, wenn ich jetzt sterben würde, wenn ich jetzt einen Autounfall hätte, wäre ich auch weg. Müssen die anderen auch zurechtkommen. Und das hilft ein bisschen, sich das zu trauen, Selbstliebe. Was nur fehlt, ist einfach die Erfahrung, wenn man diese Selbstliebe, wenn man sich diese Selbstliebe traut, zu geben, sich selbst zu geben, sich selbst da zu lieben, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Wenn man sich das traut einmal, und da meine ich nicht Egoismus, Egoismus ist echt was anderes als Selbstliebe. Ja, das ist leicht zu verwechseln, aber ist eben was anderes. Aber das spürt man, ja, wenn der ganze Körper schreit danach, wenn die Sehnsucht schreit danach. Sobald man sich das traut und die ersten Erfahrungen macht, dass das Schlimme, was man gedacht hat, gar nicht passiert, oder die Erfahrung macht, dass es wirklich für die anderen auch am besten ist, dass er das zeigt, ja, dann wird man mutiger. Das kann mit kleinen Sachen beginnen. Ja, du hast das Gefühl, du hast irgendwie mit wem einen Termin ausgemacht. Du hast so ausgemacht, du triffst dich nächste Woche am Mittwoch. Und eigentlich merkst du dann vorher schon die Tage vor, eigentlich will ich gar nicht. Eigentlich, nein, will ich nicht, aber jetzt habe ich schon ausgemacht. Und wenn du dann doch dem nachgibst und sagst und absagst und dann spürst, wie erleichtert der andere ist, weil der wollte auch nicht. Weil er sich auch nicht sagen traut. Das sind dann die ersten Schritte, wo man merkt, aha, wenn ich dem folge, ist es nicht nur für mich am besten, sondern für einen anderen auch nicht, der wollte ich auch nicht. Und das geht.
Weil da sind wir verbunden. Ja, sonst ist Ego. Ja, dem einen oder anderen. Ja, dort, wo quasi ein Widerspruch ist, so ich will das und du willst das und das. Das ist dann, das, da ist eher Ego. Entweder bei beiden, meistens dann eh bei beiden, oder bei zumindest einem. Aber das eigentliche Selbst ist immer verbunden. Da sind wir immer verbunden. Mit jedem. Mit dem größten Feind sind wir verbunden. Im größten Feind ist das gleiche Selbst wie wir. Das ist so. Ja, und wenn wir dem hier folgen, ist es sogar für, vielleicht wollen wir das nicht, dass für den größten Feind auch am besten ist, aber das ist auch, aber es ist auch für den dann am besten. Es wäre dann auch wieder nur das Ego, was das nicht will, ne? Und sagt, nein, ich will nicht, dass dem gut geht. Aber dem geht es dann auch gut. Kann man nichts dagegen tun. Und das ist diese Befriedung, ne? Die dann geschieht, wenn man dem folgt. Ich mache einfach so die Erfahrung, dann das Ängste da sind, die mich normalerweise von etwas abhalten wollen, es zu tun. Und dann sage ich, nee, da sind jetzt die Ängste, aber irgendwie ist dann ein innerer Impuls, der sagt, ich möchte da weiter, ich möchte also quasi durch die Angst durchgehen. Jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich komme vielleicht noch drauf. Ja, also jetzt gehe ich in einen anderen Fall. Also angenommen, dann wäre halt jetzt so in Bezug auf eine Verabredung eine Angst da, die sagt, das fühlt sich jetzt irgendwie unkomfortabel an und ich habe da jetzt aufgrund der Angst, würde ich eine Entscheidung treffen, okay, ich sage das ab. Mhm. So. Und für mich ist in diesem Bezug erstmal die Frage, wie kann ich das abschätzen, welche Stimme da jetzt irgendwie so am Werken ist. Mhm. Und genau, und das auseinanderzuhalten, also mit diesem, bin ich zu die Frage oder zu wissen, bin ich, ist, spricht jetzt das Selbst aus mir heraus oder spricht da der Ego der Angst an? Mhm. Ja, das ist Learning by Doing. Dann einfach sich trauen, also wirklich schauen, was passiert, wenn man der Stimme folgt oder nicht folgt, ja, und das dann vergleichen, man merkt es dann mit der Zeit. Ein Hinweis kann sein, ist wirklich oft, wenn es wirklich um echte Intuition geht, ist der Unterschied, dass der Verstand nicht weiß, wohin es führt. Wenn es Ego ist oder wenn es Angst ist, sind ja Vorstellungen dabei, was passieren könnte. Ja? Und da weiß man, wohin, da macht man es ja deshalb, damit das geschieht oder damit das nicht geschieht. Ja? Das heißt, man weiß, man nimmt das Ergebnis schon vorweg. Man weiß, warum man etwas tut. Ja? Mhm. Bei der Intuition weiß man das nicht. Mhm. Ja, der folgt man im Vertrauen, aber weiß gar nicht, völlig neutral sozusagen und neugierig, in so einer neugierigen Neutralität. Vielleicht kann da auch Angst dabei sein, weil es der Schritt ins Unbekannte ist. Das ist dann das Typische, dieser Schritt ins Unbekannte kann auch Angst machen, aber eigentlich ist das eher auch gleichzeitig Excitement, also auch Freude, kann auch verwechselt werden mit Angst. So lernt man das, so die Stimmen auseinanderzuhalten. Erstens einmal eben, weiß ich schon vorher, was geschehen wird oder nicht. Wenn nicht, dann kann es Intuition sein und dann auch wirklich probieren. Und dann erkennt man wirklich die Stimmen mit der Zeit auseinander, durch die Ergebnisse. Sich trauen, sich einfach trauen, mal anders zu handeln als bisher. Dann schauen, was geschieht. Es gehört viel Mut dazu, weil man ja vielleicht noch Angst hat, was zu verlieren. Aber die Wirklichkeit ist, es gibt nichts zu verlieren. Es gibt absolut nichts zu verlieren. Wir sind völlig frei und wir haben absolut nichts zu verlieren. Niemand. Und was ich da jetzt einmal so eine Kopplung habe an Erfahrung, das ist halt so, ich habe so manchmal das Gefühl, dass so mein vegetatives Nervensystem irgendwie hochgefahren ist und dass da einfach Ängste da sind, aber ich spüre halt trotzdem auch, dass hinter diesem vegetativen Nervensystem, was eben anspringt, dass da etwas Wissendes ist oder etwas Wissenwollendes ist. Mhm. Und ich dann
ja, also da ist auf jeden Fall dieser Impuls da. Und ich weiß natürlich nicht, inwiefern ich jetzt dieser Situation dann, oder wie ich damit zurechtkomme, weil das vegetative Nervensystem vielleicht auch anspringt und dann da vielleicht eine Lähmung da ist, eine geistige Lähmung, die mich vielleicht auch hindert, da irgendwo dann aus einer Bewusstheit daraus zu sprechen. Ja, aber irgendwie so, also jetzt wo ich da jetzt so drüber spreche, so, ich merke so, also wenn die Absicht dem Allgemeinwohl dient, dann geht es irgendwie darum, den Weg zu gehen, egal was sich da an inneren Prozessen auftut und auch Streitigkeiten oder wie auch immer. Die dürfen ja sein, das gehört ja dann dazu. Und da ist dann natürlich gut, wenn man so mit Atemtechniken zum Beispiel schon in Berührung gekommen ist und dabei atmet, immer wenn da viel Angst da ist, dass man ganz bewusst dann hindurchgeht und die Angst währenddessen auch spürt, sofern man es überhaupt Angst nennt. Das ist ja nur Energie. Ja? Das kann auch sein Aufregung, Freude, wie auch immer. Und wenn es viel ist, halt damit atmen. Wenn man das da so technisch sozusagen mithelfen kann, dann kann man quasi sich konfrontieren damit, mit dieser Angst. Und dadurch ist ja das auch gleichzeitig ein Heilprozess. Kann ich dann, wenn ich Rückmeldungen bekomme von den anderen, darauf schließen, ob ich jetzt aus dem Ego gehandelt habe oder aus dem Sein? Oder hat das nichts damit zu tun? Weil ich hatte gerade so eine Situation gestern, wo mir zurückgemeldet wurde, dass, ja, dass ich andere verletzt hätte, weil ich ebenso bei einem Besuch Nein gesagt habe, ich komme nicht kurzfristig. Also ich würde nicht sagen, dass man pauschal sagen kann, dass eine Rückmeldung da hilfreich sein muss. Ich glaube, das geschieht jedem, dass man das kennt, dass Rückmeldungen kommen, die eigentlich nicht aus dem Selbst herauskommen. Damit muss man schon rechnen. Also dass die auch aus dem Ego, aus einer Verletztheit kommen. Oder ich würde nicht sagen, dass das Ego verletzt ist. Manche sind halt so stark programmiert, dass manchmal das so wichtig ist, dass alles so geschieht, wie es geplant ist, dass es schon verletzt, wenn sich Pläne ändern. Aber also gerade das Beispiel, was du gesagt hast, da würde ich nicht sagen, dass das eine Rückmeldung aus dem Selbst heraus ist. Okay. Ja. Weil das ist eine Frage der Toleranz und wie groß, wie tolerant man dem gegenüber ist und es einem anderen zugesteht, dass sich Pläne ändern können. Weil letztlich ist alles, ja, was nicht jetzt ist, also Pläne, wenn ich mal, ich war zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage, wie ich dann nach 2 Jahren in Indien zurückgekommen bin, mir mit irgendjemandem einen Termin auszumachen. Das war so nach dem Motto, was weiß ich, ob ich wirklich, ob mein Körper, ich war ja voll in so in der Hingabe, weiß ja nicht, ob mein Körper nächsten Mittwoch will. Wie soll ich mir da jetzt einen Termin ausmachen? Das geht ja nicht. Keine Ahnung. Also wenn mich dabei gefragt hat, hast du da Zeit? Keine Ahnung. Zeit habe ich immer, ob ich dann will. Und ich musste dann lernen, regelrecht wieder. Da habe ich dann gemerkt, okay, kann es ja mal probieren, absagen kann ich noch immer. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, dass man, wenn man dieser inneren Energie folgt, also dem Gefühl folgt, der Intuition, diese Energie hat sehr wohl eine Verbindung in die Zukunft. Ja, und da habe ich dann schon gemerkt, zu 70, 80, 90% war das okay. Ja, habe ich wirklich gespürt, ja, anscheinend wird es geschehen. Also sage zu. Aber wenn es dann nett ist, trotzdem diesen Mut dann auch zu haben, abzusagen, wenn es dann nett ist, dann haben wir halt geirrt. Und dann merkt man auch, war die Stimme echt oder nicht? War das der Kopf oder war es das Herz oder war es der Bauch? Was hat da geantwortet? Das ist dieser Lernprozess und es wird dann immer besser. Und irgendwann konnte ich wirklich fast jeden Termin einhalten, wenn ich nur solche ausgemacht habe, die sich auch gut angefühlt haben von vornherein. Ja.
Und man darf sich auch irren. Das kommt auch dazu. Ich habe von dieser Kundalini-Energie überhaupt keine Ahnung. Und das haben jetzt zwei schon von dieser Kundalini-Energie gesprochen. Habt ihr Lust, da irgendwie noch was drüber zu erzählen? So? Was das letztendlich mit euch macht oder wie, wenn man das so beschreiben würde, wie würdet ihr das beschreiben? Ich möchte ganz kurz vorher was sagen dazu. Beide haben gesagt, ehrlich wäre ihnen lieber gewesen, sie hätten das erst gar nicht geöffnet. Und jetzt kommst du. Aber genau das ist die Falle, in die zwei auch eingegangen sind. Ja. Da hat auch irgendwann einmal ein Jahr davon gesprochen. Lass mal das. Aber ich kann es verstehen. Ich bin auch in die Falle gegangen. Aber ich bin froh darüber. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Ich wusste nicht, dass das Kundalini ist. Wer hat gefragt? Ja. Na, du wolltest dann, ne, so ein bisschen. Darf ich? Ja, ja, klar. Logisch. Das selbst hat erlaubt. Nein. Also. Das war so Kopf, also bei mir hat es angefangen, dass ich dann so sehr stark, also war keine Schmerzen, sondern der Druck und Schwindel. Ich habe mich MRT gemacht, ich habe alles Mögliche untersucht. Ich habe gedacht, dass es irgendwie irgendwas doch dort hier blockiert. Ich habe bei Physiotherapeuten und sowas, ich habe gesagt, was ist denn da? Irgendwas ist da. Und letztendlich war ich bei MRT dann so, ne, und checken lassen, ne, so und so alles dann so. Und dann habe ich ein Seminar gemacht, jetzt mache ich ein bisschen Werbung bei Ludmila und Roland, Erleuchtungsseminar. Und da sind auch so zwei Erwachte. Und sie haben gesagt, ja, dann lass doch da los, was ist denn da bei dir? Ne? Ich sage, ja, da ist mir schwindelig, was ist denn da? So, ne? Irgendwie kamen wir auf das Thema so Energie und so. Und dann habe ich tatsächlich bewusst einfach so los. Und dann kam so Energie, wie Kribbeln im ganzen Körper. Also bei mir war es so, ne? So Kribbeln und Summen und... ja, also, ja, so kann ich das beschreiben. Ne? Kribbelnde Summen. Und das an den ganzen Tag. Summen. Ne? Und dann waren, was auch absolut klasse war, fand ich, diese Orgasmen. irgendwo anders. Nicht sexuell, also nicht hier halt, ne, wie ich Orgasmus kenne, sondern irgendwo ganz anders. Ich dachte, was ist das denn da? Ich habe einem Mann gesagt, das musst du ausprobieren. Das ist so klasse. Plötzlich hast du so ein Glücksgefühl irgendwo so hier. Wii, so, ne? Toll, also, ne? Nur halt, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt aber arbeiten, ich kann mich jetzt stehen so da nur, ne? Wie soll ich Zigaretten verkaufen, ne? Wir tanzen der Welt dann so, ne? So, ich stehe dann da im Kiosk dran und wie soll ich dann, bei mir ist der Kopf sehr stark, ich bin auch zu diesen ganzen Spiritualität, mein Weg war dann so, dass ich dann gedacht habe, der Schlauste, der Weiseste ist im Leben, ist halt Erwachen. Irgendwann mal, ich war sehr leistungsorientierte Erziehung. Ne? Und ich habe mir gedacht, also das kann jeder, also das will ich auch, da werde ich bestimmt gut sein, weil überall habe ich das Gefühl gehabt, ich habe versagt. Ne? Als Pianistin versagt, überall habe ich versagt, ich dachte, oh, und da wird gesagt, das kann jeder. So. Und da werde ich gut sein. Und da mein Ego hat gesagt, das will ich haben. Da werde ich meinen Eltern beweisen, dass ich was kann. Ne? Und so bin ich dann total aus Kopf, ne? Also richtig orientiert, leistungsorientiert bin ich dorthin. Und dann kam dann dieser
ja, sich entspannen, 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 immer meditieren, entspannen, entspannen. Und dann habe ich so entspannt mich, dass dann kamen dann diese ganze, ne, so Prozesse, und dann hat mir das in den Kopf gestiegen. Das wusste ich aber nicht, dass ich mit dieser ganzen Meditieren und sich immer entspannen, dass da sich da was immer. Ich habe da weiter nicht gelesen. Ich habe gedacht. Wirklich, habe ich Schlechten von mir. Wirklich. Ich habe das damals auch Roland gesagt, und mir, ich habe gesagt, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Wirklich. Erwachen ist nicht kein Spaß. Also ich. Ja, wirklich, das ist nicht lustig. Ich dachte, ich werde immer fröhlicher, immer glücklicher. Und dann, tada, und ich leuchte, so ungefähr. Na, so, dann bin ich ein, keine Ahnung was. Also ich habe mir nicht wirklich vorgestellt, weil ich nicht wirklich gedacht habe, dass mir das geschieht. Ich habe gedacht, das ist Jesus und Buddha und, aber halt meine Leistungsorientiertheit hat mir gesagt, versuch's mal, wenn das deine letzte Chance hält, irgendwas im Leben zu erreichen. Ne? Ja. Und das Blöde ist, wenn aber diese Energie nicht permanent zum Ausdruck kommt, also das, was ich beim Meditieren praktisch jetzt jeden Tag machen muss, so, was ich tagsüber versäume, ne? Also ja, dann hat man ein Problem. Dann, wenn sie staut und die Wahrnehmung ist so geschult, so nehme ich das wahr. Also meine Wahrnehmung ist so weit, dass ich wahrnehme, wenn diese Energie sich staut. Praktisch jede Zelle in meinem Körper will, hui, ne, so. Und ich sage, nein, jetzt nicht, jetzt verkaufe ich Zigaretten. So. Und dann beginnt jede kleine Zelle in meinem Körper sagen, aber ich will, ne, so. Und das ist dann halt das, was du sagst, ist diese unerträglich. Das wird erstmal, ja, das staut sich und Druck im Körper, so Druck im Kopf, Druck, alles schwer, alles geladen, kommt nicht raus, so. Und dann komme ich nach Hause, lege ich mich hin und beginne zu meditieren, und am Anfang ist es sehr unangenehm und ich hasse das, weil das beginnt sich ganz schnell, kommt in Bewegung, und es ist erstmal schmerzvoll, dass der ganze Körper einfach irgendwie sowas wie, ne, sowas wie dieser Entladen, das ist nicht mehr lustig, also mittlerweile geworden. Es kann schon sein, dass das damit zusammenhängt, dass du dann im Prinzip ist ja Karma schon problematisch, Zigaretten zu verkaufen. So. Wenn man das jetzt so nett, dass sich der Körper dagegen wehrt, ne, sich dieses Karma anzutun, dass er andere Körper schädigt. So, ne? So vom Idealismus ist es ja nicht so dem Gemeinwohl dienend. Ne? Vielleicht. Oder es übertreibe eigentlich. Es reicht schon, wenn es dir einfach keine Freude macht. Wenn du was machst, was dir keine Freude macht, ist das schon gegen Kundalini. Kundalini will dieses die ganze Zeit. Mehr oder weniger. Es hat zufriedenes, angenehmes Gefühl. Und das will nichts machen, was nicht Freude ist. Ja, oder zumindest Zufriedenheit ist. Also, und im Prinzip ist es auch so, dass man im Leben, das ist auch meine Erfahrung, man wird gezwungen, nur mehr das zu tun, was Freude macht. Mhm. Das klingt jetzt so schlimm, nicht? Aber es ist bloß nicht. Ne? Aber es ist nicht wirklich schlimm, nur mehr das zu tun, was Freude macht. Das, ja, andere Dinge funktionieren nicht mehr. Ich musste bei mir, das ist halt typisch, dass meistens der Beruf ist so eins der großen Sachen, was sich meist ändert. Ja, da ist so eine Phase, wo man, da gibt es den Spruch, Job Wood, Carry Water, oder After Enlightenment, Clean the Laundry, das sind alles so Sprüche, die darauf hinweisen, dass man zwar die Sachen in Ordnung bringt, dann, aber man kann eigentlich aus meiner Erfahrung nimmer unbedingt so weitermachen wie vorher. Es geht nimmer. Denn da Sachen sind, die, und ich bin aus einem Beruf gekommen, der mir total Freude gemacht hat. Also ich kann nicht sagen, ich habe schon mit, wann habe ich selbstständig gemacht, damals 23 war ich, in der IT, und ich war selbstständig, ich habe Freude gehabt, ich habe mit 100
gewundert, weil mein Leben war toll, weil ich habe dafür Geld bekommen, um das zu tun, was mir sowieso Freude macht. Ich habe 7 Tage die Woche 12 Stunden programmiert, weil das war einfach das, was mir Freude gemacht hat. Also nicht immer so viel. Ja, ein bisschen was habe ich sonst auch noch gemacht. Aber es war, als hätte mir jemand mein Hobby finanziert. Ja? Ich hätte es sowieso gemacht, auch ohne Geld. Ja? Und das war, weiß ich nicht, wie lange war das, 15 Jahre. Und ich war auch erfolgreich damit. Aber trotzdem, danach ging das nicht mehr. Weil es mich nicht mehr interessiert hat. Ich habe es nur gerade ein paar Jahre noch verwerten können, wo ich davon leben konnte, von dem Wissen, was ich vorher mir angeeignet hatte, konnte ich das nur verkaufen, sozusagen, was da drinnen war. Aber in der IT, nach 5 Jahren, ist das dann schon veraltet. Ich war nicht mehr in der Lage, was Neues zu lernen. Ich war immer Autodidakt vorher, ich war später nicht mehr in der Lage, da was Neues zu lernen, der Körper wollte nicht mehr. Es hat ihn nicht mehr interessiert. Also irgendwann ist das dann einfach abgefallen. Und trotzdem konnte ich mich nicht, ich habe 3-mal versucht, das ist jetzt die andere Seite, ich habe 2 oder 3-mal versucht, mit dieser Firma, für die ich dann insgesamt noch selbstständig zwar, aber ich war dann der einzige Kunde, 10 Jahre gearbeitet habe insgesamt, vorher und nachher zusammengerechnet, inklusive der Zeit in Indien, da habe ich nicht für die gearbeitet, aber ich konnte mich nicht lösen. Ich habe sogar gesagt, ich will das nicht mehr, und trotzdem hat mich immer wieder auch das Schicksal dort landen lassen, bis diese Firma dann in Konkurs kam. Dann war ich endlich frei. Und dann ging nichts mehr. Dann war das mit der IT erledigt. Also das ist schon so, dass, und dann musste man schauen, ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich bei einem Freund gearbeitet, in seinem kubistischen Laden mitgeholfen. War dann auch komisch, nicht? Andererseits habe ich Bücher geschrieben und dann fragen mich die Leute irgendwelche Bücher von irgendwelchen anderen, die Ersatz angeben. Habe ich irgendwie komisch gefunden. Und irgendwann habe ich, und das Leben hat es dann so wollen. Irgendwann ist nur mehr das gegangen, was mir Freude macht. Und das war dann halt, da hatte in einer Phase, wo ich dann andere Seminare gegeben habe, aber auch Satsang und so und so. Und das hat Freude gemacht. Einfach nur, weil es Freude macht. Ja? Das war der Hauptgrund. Da geht es gar nicht so sehr ums Mitgefühl. Aus meiner Sicht seid ihr ja mehr oder weniger alle erwacht. Das ist wirklich meine Realität. Die Pür ist einmal das gefragt worden. Das Beispiel nehme ich auch sehr oft. Die ist einmal gefragt worden von irgendjemandem. Was ist der Unterschied zwischen erwacht und nicht erwacht? Und hat die Pür gesagt, zwischen einem Erwachten und nicht erwacht. Und hat die Pür gesagt, für den Erwachten keiner. Ja, das ist eine coole Antwort, weil einerseits stimmt's und andererseits ist eben kein Unterschied. Und so ist bei mir. Bei mir muss, aus meiner Sicht muss bei euch überhaupt nichts geschehen. Überhaupt nichts. Ja, trotzdem macht Satsang Spaß. Und macht Freude. Und wenn es dann geschieht, macht es auch Freude, wenn bei irgendeinem Block geschieht. Aber aus meiner Sicht muss das nicht geschehen. Das ist keine Mitgefühlssache. Ja, Mitgefühl kann mit dabei sein, aber das Mitgefühl allein würde ich das nicht tun. Sondern ich folge der Freude. Weil es Spaß macht, weil es Freude macht, weil Begegnung da ist, all das. Und andere Dinge gehen nicht mehr. Die Kundalini ist genau dieser Weg der Freude. Die Kundalini ist ja, also was Kundalini, weil das du noch nie gehört hast, aus meiner Sicht ist einfach Lebensenergie. Das ist die Lebensenergie an sich. Und dann, wenn man jetzt nicht merkt, dass man lebt, bei manchen könnte es durchaus auch so sein, aber am ersten merkt man, der erste Schritt, die Kundalini ist eine aufsteigende Energie, und der erste Schritt, wo man es dann bemerkt, ist, ich komme aus dem Yoga, Tantra und so, da gibt es so ein Chakrasystem, da hat man dann da im zweiten Chakra, als Sexualchakra, die erste Energie, wo man Kundalini bemerkt, ist die Sexualenergie. Ja, aber das geht dann weiter. Hier nennt es sich Wille, ja, und Freude. Hier nennt es sich Liebe. Hier nennt es sich Selbstausdruck. Ja, also es ist alles diese eine Energie mit einem unterschiedlichen Geschmack. Und hier ganz an der Basis ist einfach die Lebensenergie, die uns leben lässt. Ja. Und diese Energie ist ein Ausdruck der Freude, der Lebensfreude, des Lebens an sich. Das ist das Leben an sich, das hier als Leben sozusagen inkarniert ist. Das ist, und diese Energie will freudvolles tun. Das heißt, die Freude ist der Weg. Ja, und dazu gehört dann, und Schmerz entsteht, erstens einmal, wenn ich es kontrollieren will, das ist die eine Sache natürlich, aber auch dadurch, wenn ich nicht der Freude folge. Das heißt, du bist gezwungen, durch Kundalini der Freude zu folgen. Das ist nichts Schlechtes. Und zu allen Dingen Nein zu sagen, wo dein Herz nicht mehr voll dabei ist, egal was das ist.
egal was das ist, ob das Job ist, ob das Kinder sind, ob das Beruf ist, ob das Eltern sind, wo das Herz oder wo das Herz nicht voll dabei ist, da gehst du, folgst deinem Herz. Und das Witzige ist, wenn du dem dann folgst, folgen dir dann andere wieder, egal ob das dann Zurückkehrende sind, egal ob Eltern, Kinder, Partner oder sonst was oder Freunde oder was immer. Das wird gespürt, ja, weil du deine Freude in anderen ja auch wieder Freude auslöst. Ja, und dann kann es sein, dass manche Menschen verloren gehen und andere kommen wieder dazu. Weil du deiner Echtheit folgst, deinem, das, was für dich echt ist, das, was für dich wahr ist. Ja. Und in dem Augenblick, wo ich ein wahres Leben lebe, also das lebe, was mir Freude macht, bekomme ich vom Leben auch Wahrheit zurück. Ja, wenn ich meine Maske lebe, wenn ich das lebe, was ich muss, weil ich glaube, ich muss, das ist nicht echt und dann bekomme ich ja nichts Echtes zurück. Ja, für die Maske bekommt nur Fake-Freude zurück, Fake-Liebe zurück. Ja, wenn ich mal mit Maske durchs Leben gehe, bekomme ich auch nur halbgare Geschichten zurück. Das ist nicht echt, das schmeckt nicht echt. Aber wenn du echt bist, wenn du deiner Freude, deiner Wahrheit folgst, dann bekommst du Echtes zurück. Und das schmeckt dann auch echt. Die Freude schmeckt echt, die Liebe schmeckt echt, der Sex schmeckt echt, alles schmeckt echt. Das ist dann echt. Ja. Ja. So ist es. Ja. Ich weiß gar nicht. Ein kruziales Thema war für mich Tun oder Sein. Vom Sein. Als ich es begriffen hatte, dass es nichts gibt zu tun, sondern dass ich mich zu Hause auf der Couch erstmal selbst aushalten muss. Das heißt, ohne sofort in Sport zu rennen, ohne sofort zum Kühlschrank zu rennen oder sofort Netflixen und so weiter und so fort, sondern ich bleibe mal bei mir. Und dann sehe ich die Tendenz, die andauernd dabei ist, wegzugehen von dem. Weg, 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 weg vom Leben. Weg vom Leben. Wir werden so, also ich, also vor allem in unserer westlichen Gesellschaft, die über unsere Philosophen konditioniert wurde, geht es vor allem daran, ich denke, also bin ich. Ich glaube, das ist der soziale Fehler, den wir in der ganzen Gesellschaft haben. Absolut. Aber das ist in jedem, jedenfalls in mir, verankert, ganz einfach, dass dieses Denken andauernd eine Ebene ist, die eigentlich das unten drunter wegdrückt. Und wenn du vorhin vom vegetativen Nervensystem gesagt hast, ich glaube, dass diese ganze Kundalini, diese ganzen Ängste und die Traumata, die sind richtig verwoben mit diesem ganzen Nervensystem. Und Kundalini ist eigentlich die Befreiung, da durchzugehen. Also das ist da in die Freude rein, weil es ja oft so ist, dass wir gar nicht freudig sind. Und da schließe ich mich aktuell auch mal ein. Ich bin noch nicht ganz da in dieser Freude. Aber da, Kafka hat mal gesagt, glaube ich, so sinnbildlich, wenn du das Leben spüren willst, setz dich an den Küchentisch und sei still. Und wenn du still bist, krauchst du langsam durch deine Füße in dich hinein. Und das ist Kundalini. Und immer mehr Kundalini. Immer mehr macht Platz in dir, immer mehr. Oh, das ist so geil, das Leben. Ja. Das ist einfach nur. Und nicht zu verstehen. Aber absolut nicht. Absolut nicht. Wir sind ja auf einer blauen Kugel in einem Universum. Und die Unendlichkeit können wir nicht denken. Ich verstehe gar nichts mehr. Also echt. Spürst du sie? Davor steht oft die Erlaubnis, so hier zu sitzen und zu sagen, ja, ich bin am Leben, ich bin das Leben. Ich weiß auch nicht, was krass passiert, aber... Ja.
Ich stand so lange auf der Bremse. Und mein Körper wartet nichts anderes als der Tod. So ist es. Ah. Auch das werde ich überleben. Und ich komme doch aus dieser Welt, nicht in diese Welt. Und ich bleibe in dieser Welt. Wieso gibt es in unserer Tradition da keine Worte dafür? Weil ich mir am Anfang auch so schwer getan mit der Kundalini-Energie. Ne? Das ist in Indien und ich lebe da. Ne? Da habe ich ein bisschen gesucht und habe wenig gefunden. Dann bin ich auf ein Video von dir gestoßen. Ne? Und da habe ich dann zum ersten Mal so erfahren, wie ekstatisch oder das ist. Ne? Und da habe ich lange Zeit gebraucht, um das mir zu erlauben, das anzunehmen. Ne? Und das ist nach wie vor, frage ich mich, wo ist da unsere Tradition? Ne? Ich habe auch mit niemandem reden können drüber. Also ich höre eigentlich voll gern zu, ne? Weil man in der Umgebung irgendwie keine Leute hat, mit denen man mal reden kann drüber. Ne? Ja, im Prinzip gibt es das Phänomen, ist natürlich wortunabhängig. Also wie es genannt wird, in Indien wird es halt Kundalini genannt. Aber es gibt schon, hat schon früher auch gegeben. Also andererseits, vor dem Christentum hat es ja zum Beispiel andere Traditionen gegeben. Aus dem, was weiß ich, Druidentum und Naturreligionen, wo das einfach ekstatische Energie ist, oder Ekstase wäre eigentlich schon ein Wort dafür auch, in gewisser Weise. Aber zum Beispiel im Christentum hat es auch ein Wort dafür gegeben, das war eigentlich der Herabstieg des Heiligen Geistes, war eigentlich ist die Entsprechung für Kundalini. Ja? Aber das ist halt dann nur in Klöstern halt irgendwie gelebt worden, nicht? Aber nicht in alltäglicher. Ja. Also weil du das noch gefragt hast, also in mir, also bei mir hat das so 2016 so begonnen und am Anfang auch so mit, also im Becken mit einem unglaublichen Druck, ne? Und ich habe dann einfach das fast nicht mehr ausgeholt und dann habe ich bei der Irina Dwidi, habe ich dann diesen Satz gelesen, es entsteht ein kosmisches Verlangen. Und das und auf einmal gewusst, was da passiert in mir. Ne? Also wirklich so. Und dann habe ich da einatmen können und dann hat sich das befreit. So über so ein halbes Jahr lang habe ich in der Nacht wenig schlafen können, hat es so Körperbewegungen gegeben. Und ich habe danach manchmal gemerkt, ich bin dann noch mal im Beruf gestanden. Stress habe ich gar nicht gut ausgehalten. Und dann habe ich auch gedacht, ich hätte das, wie du gesagt hast, ich hätte das am liebsten weg. Was ist da in mir und das Fremde und so und dauernd diese Ekstase. Das ist so einfach irgendwie zu viel gegessen. Ne? Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren in Pension und ich folge viel mehr meiner Freude. Und jetzt ist das, und ich habe es seitdem auch viel mehr annehmen können. Also ich merke wirklich, das ist eine Liebesenergie in meinem Körper, die mich liebt. Die mich liebt wirklich, die meine geheimsten Wünsche weiß und entdeckt und mir erfüllt. So, also wenn mir das vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, ich dachte, du spinnst, du. Ne? Und jetzt weiß ich, es gibt eine Wirklichkeit, ich weiß nicht, was das ist, aber ich spüre es im Körper. Ne? Und wenn ich die reden höre oder so, ich merke richtig, da gibt es in meinem Körper Resonanz auf deine Worte oder so, das ist so, oder auf eine. Ne? Also da ist etwas, was nicht ich bin, ne? So ich bin. Ne? Und, ich sehe es halt wirklich. Also die Freude ist es wirklich, das kann ich nur bejahen. Aber ich kenne diese Zustände auch, da ist so, also der hält manchmal nicht aus, wenn es so, wohin mit der Energie? Ne? Und da habe ich gemerkt, Bewegung tut unglaublich gut. Ne? Also ich habe nicht meditieren können. Sobald ich mich hingesetzt habe, ist das schon wieder, das habe ich nicht können. Ne? Also ich habe mich müssen bewegen teilweise. Ne? Ja, das ist ja wichtig. Ich sehe ja so, ich habe die ersten Jahre irrsinnig viel getanzt. Damit, also sich tanzen lassen, ne? Die Energie tanzen lassen. Ja, genau, tanzen lassen, ja. Und da muss ich wirklich sagen, ich war so froh, wie ich auf ein Video von dir gestoßen, du hast dann irgendwie geredet von dem Dauerorgasmus. Endlich sagt einer, was los ist. Du hast nicht da, also die Kundalini irgendwie, keine Ahnung. Und auf einmal entsteht da was im Körper. Also das war so wichtig, für mich war das so wichtig. Das aber das wird nirgendwo anders gehört. Ne? Kein Buch nirgends. Ich finde das richtig befreiend. Danke dafür. Ich glaube, was noch schwieriger ist als
sehr klein zu sein in seinem Leben, ist so richtig groß zu sein. Weil das energetisch noch ganz anders dasteht. Ja, das gilt, das zu tragen und damit zu sein. Mit dem Ganzen. Mhm. Und das ist eine richtige Wucht. Also. Ja. Wobei, es ist ja größer als wir, als das Persönliche. Ja? Und sich da vollkommen nehmen lassen. Dann ist es auch ertragbar und dann kann man immer mehr ertragen. Weil das ist zu groß, um es als quasi, ich sage jetzt einmal, kleiner Mensch ertragen zu können. Ja, das geht sich nicht aus. Wisst ihr das? Ich habe das auch immer wieder, verspüre ich das im ganzen Körper. Und ich habe nie gewusst, was das ist, aber es war so ekelhaft, was nicht auszuhalten. Kann ich das mit dem gleichsetzen? Ja, hab nicht. Kann ich das mit... Ja. Ja? Ich sehe schon so. Ne? Okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ich spürte nur immer unangenehm, dass das ist und ja. Konnte nichts dagegen tun. Okay. Zulassen, kommen lassen. Aber es ist wirklich sich nicht dagegen wehren. Ja. Das ist das. Aber bei mir hat es ja zum Beispiel am Anfang oder eben vor allem, wie es am Ende dran gekommen ist, also über die Wirbelsäule ist es bei mir, hat sich das wie ein Fremdkörper angespürt. Also es hat sich angespürt wie ein Fremdkörper. Darum gibt es ja diesen Ausdruck Kundalini-Schlange, weil wenn es jetzt da in der Wirbelsäule hochgeht, diesen dünnen Kanal, das fühlt sich, und man glaubt jetzt, das wäre ein Fremdkörper, dann könnte man ja glauben, da kriegt der Schlange hoch, regelrecht. Ja. Und mir war klar, wenn die jetzt den Kopf erreicht, dann war es das mit mir. Und dann war halt diese Bereitschaft, sich dem hinzugeben. Da hatte ich das Glück, dass einer dabei war, der das beobachtet hat, also dem das vorher schon geschehen ist, den ich dann am Anfang Meister genannt hat, aber der war nur dann halt wie ein Freund. Und der hat mir signalisiert durch sein Lächeln, ne, ich bin da voll im Sterbeprozess und stirb jetzt vor mich hin, und der lächelt dazu. Ne? Und, okay, wenn der dazu lächelt und ich habe schon gemerkt, der dürft wissen, was in mir abgeht, dann kann es auch nicht so schlimm sein. Man dachte, ja, der wird ja wissen, was danach ist, also nach dem Tod, ich habe dann schon gerechnet, dass ich wenigstens auf einem anderen Planeten aufwache oder so. Bin ich auch, also das ist nicht der gleiche, ich komme aus einer Parallel. Also es fühlt sich so an, natürlich ist es nicht so, aber es fühlt sich so an, als würde man regelrecht in einer Parallelrealität neu geboren werden. Ja, auch wenn alles gleich ausschaut, aber es fühlt sich komplett anders an. Aber am Anfang eben dieses Gefühl, es wäre ein Fremdkörper. Und als es dann den Kopfraum erreichte und sich mit mir vereinte, mit dem, was ich vorher war, diese Menschenidentifikation, dieses Ich Bin letztlich ja auch, sich mit dem vereint hat, erst in dem Augenblick habe ich bemerkt, dass das auch ich war. Also wir alle sind auch diese Energie. Diese Energie ist nicht getrennt von uns. Wir sind diese Energie. Wir sind einerseits das Bewusstsein, das kosmische Bewusstsein, aber wir sind auch die ganze, gesamte kosmische Energie. Am Ende merkt man schon, dass Kundalini nicht nur das ist, was da im Körper die Energie ist, sondern es ist letztlich der Kosmos selbst, der Kosmos als Energie, der gesamte Kosmos. Ja, seit Einstein weiß man ja, dass Materie Energie ist. Also wir sind diese Energie und die Kundalini ist diese Energie, das ist der ganze Kosmos, das ist das bewusste Universum. Man sagt ja Shakti dazu, also die weibliche Seite Gottes. Die Materie an sich, die Energie an sich, das ganze Universum, der Kosmos an sich ist bewusst und ist diese Energie, die sich da in uns befreit. Und gleichzeitig ist ein Bewusstsein, ja, was im Yoga als die männliche Seite Gottes betrachtet wird, Bewusstsein einerseits, Shiva, und diese Energie andererseits, das sind die zwei Seiten unserer selbst. Ja, wir sind die Medaille und wir sind das Ganze. Also Bewusstsein und Energie ist eins, ist ungeteilt eins, immer schon eins, erfährt sich aber dual hier als Geist und Materie, aber in Wirklichkeit ist das eins. Und das ist das, was ich dann direkt gemerkt habe, Moment, dieser Fremdkörper war auch ich. Das war wie meine zweite Hälfte.
Darum nennt man es auch oft kosmische Hochzeit, mit sich selbst sozusagen. Das war wie die zweite Hälfte. In der Psychologie nennt man das Unterbewusste, das Unbewusste, das Unterbewusste. Das ist die Vereinigung von Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein, kann man regelrecht sagen. Das passiert da. Diese Energie ist unsere zweite Hälfte. Das ist der ganze Rest, der ganze Kosmos, die ganze Energie. Und wir sind beides, aber in Ewigkeit vereint. Und gibt es ja den Ausdruck Non-Dualität. Echte Non-Dualität ist zu erkennen, dass Bewusstsein, der Geist einerseits und diese Energie, und da ist wirklich der ganze Kosmos gemeint, ja, eins ist, ungetrennt eins ist. Ungetrennt eins. Das ist die echte Non-Dualität, zu erkennen, dass Bewusstsein und Materie eins sind. Ja, und leider gibt es die Tendenzen, dass immer eins von beiden verleugnet wird, aber in Wirklichkeit ist das eins. Und wenn ihr diesen Teil in euch spürt, dann gibt es keinen Grund davor Angst zu haben, das ist die zweite Hälfte, die uns ganz macht. Ja. Ich würde gerne was fragen. Und zwar hatte ich 2012 spontan von der Linie auch schon in die falsche Richtung, was ich so dann rausgekriegt habe. Ich bin nicht sicher, ob es daher wurzelt, weil ich zweimal einen schweren Autounfall hatte mit Wirbelsäule, Trümmerbruch und allem möglichen, Mal-Kanal. Hat ja energetisch eigentlich nicht so viel zu tun. Aber ich habe tatsächlich bis heute echt noch Probleme. Ich war damals ein halbes Jahr eigentlich eher tot wie lebendig und eher so regelrecht psychotisch und wollte das halt alles nicht und wusste aber nicht, was es war. Ich wusste nur, für den Arzt ist es nichts. Und es ist halt, ich merke, es ist auch noch bis heute in den Zellen nicht, also der Schock ist noch nicht so ganz ist noch viel besser. Also ich bin auch da und... Aber ich merke auch immer noch dieses Kippen von, also Himmel hoch, ja, zu tun. Also ich kann fliegen, also ich fühle mich im Göttlichen auch zu Hause. Aber dieser Fall passiert noch so heftig. Also dieses ins tiefe, dunkle Nichts. Und das Nichts ist immer wieder anders. Und mal ist es einfach schrecklich und mal ist es auch ankommen. Aber das ist immer noch der innerliche Schock. Also ich merke das. Vom Unfall der Schock. Vielleicht, und auch viele andere, also ich weiß, da waren auch noch andere Dramatisierungen in der Kindheit und weiß ich nicht von wo, aber ich weiß, es war immer so ein innerliches Zerrissensein und auch damals, es war eher wie so ein Blitz, der mich auseinandergerissen hat in zwei Teile und ich hatte auch ewig Schmerzen und es war alles andere als schön. Und dieses Sterben begleitet mich seitdem ständig, aber auch das, ich weiß, es ist Leben und diese Freude ist so viel mehr, aber auch das Sterben ist immer so heftig. Und irgendwie will ich schon mehr leben, aber es fühlt sich immer noch so zerrissen an. Und es wird auch irgendwie, es kommt mir manchmal vor, als wären die Aufgaben strenger. Irgendwie, es gibt kein Vielleicht mehr, es gibt nur entscheide dich ja nach dem Herzen oder es gibt halt Schmerz. Und das Schmerz ist immer noch so ein Riesenthema. Und wenn du mit dem Herz entscheidest, ist dann kein Schmerz. Ist einfach auch so eine, irgendwas Unnatürliches, wo ich denke, klar, vom Herzen ist natürlich und das Freie ist, kann natürlich sein. Und dann kommt manchmal irgend sowas, was das wie vernebelt und dann
ist es auch sehr druckig. Wenn ich auf Druck reagiere, ich auch mega empfindlich. Also auch jedes bisschen Deckeln, wo ich da eben gar nichts mehr. Es passiert so schnell und in Momenten, wo du gar nicht denkst, dass der Kopf versteht es nicht mehr. Was ist denn das? Was ist denn hier so druckig? Also auch in spirituellen Kreisen können die Leute noch so schön reden. Mhm. Und dann merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Warum fühlt sich auf einmal alles schlecht? Ja. Mhm. Ich würde radikal dir, ich würde an deiner Stelle radikal dir folgen, das, was für dich richtig ist. Das, was für dich jemals richtig ist. Egal, was im Außen ist. Dir vertrauen. Dir absolut vertrauen. Dass das, was du fühlst, für dich richtig ist. In jedem Moment. In dem Fall. Und dir vertrauen. Es gab auch eine Zeit, da habe ich wohl das Vertrauen ins Herz verloren. Also, ja. Da bin ich gefolgt und dann war es aber auch irgendwie alles eher nicht so schön. Und war es nicht so ganz das Herz? Ich denke schon, nur das Loslassen war dann schwieriger. Mhm. Also das, wenn es halt dann einfach, manchmal passen die Dinge nicht so. Es wird mir dann auch alles klar, dass ja, es war dann alles auch gut so, dass es nicht so passiert ist. Mhm. Und natürlich wollte dann auch was, wollte was. Ja. Und es ging halt nicht. Und dann war das schon auch eher, ja, so ist die Frustration dann halt nochmal größer, wo du dann denkst, da kannst du auch nicht drauf bauen, irgendwie. Aber auch immer wieder, das immer reinsterben und sterben und sterben und sterben. Das ist aber Teil des Prozesses. Ja. Das ist wirklich Teil des Prozesses. Es geht schon in jede Richtung tief. Mhm. Und auch, es ist nicht nur, also man folgt zwar der Freude, das ist schon ein Aspekt, ja, aber es ist mehr, es ist auch. Es ist gerade die Kundalini, da kann man, das sieht sich noch aus, ja. Bin ich schon im Überzug? Nee, oder? Nee, passt nicht. Dann kann ich das nur in Ruhe fahren. Kundalini ist nicht nur diese freudvolle Seite. Was Kundalini auch macht, ist Heilung. Und zwar von Traumata, die in uns drinnen sind, also im Körpergewebe, durch Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, wie Unfall oder solche Dinge, aber auch vererbte Traumata. Mittlerweile weiß man, dass über die DNA sogar Trauma vererbt werden können, im System drinnen, im Gewebe. Und Kundalini dient da genau dieser Heilung. Und das ist das, was du beschreibst, ist genau dieser Aspekt von Kundalini. Ich halte zum Beispiel persönlich relativ wenig von dieses sie ist im falschen Kanal, ja? Sondern sie sucht sich den Weg und wir sind voller Trauma. Ja? Unsere Körper sind ja nicht einfach so auf die Welt gekommen aus dem Nichts, sondern wir haben ja ganze Generationen von Tätern und Opfern in unseren Ahnen drin. Das Kundalini tendiert dazu, dass, ich will nicht sagen heilen, im weitesten Sinne geht es schon um Heilung, aber sie arbeitet sich durch all diese Blockaden durch. Und das kann auch schmerzvoll sein. Und das ist genau das, was du beschreibst, das Wechselspiel. Auch das Nichts, was dann erscheint. Auch dieses Erkennen des Nichts. Also für mich persönlich aber eher was Wertvolles ist. Weil für mich ist auch das eine Seite des Göttlichen. Dieses Nichts, dieses absolute Nichts. Das aber eine Art seiendes Nichts ist. Ja, so, jeder wo. Und auch totalen Frieden schenken kann, diese Leerheit in uns, dass das
das auch Frieden schenken kann. All das zeigt sich dann. Also Kundalini bringt alles ans Licht. Alle Traumata, alle persönlichen, alle kollektiven. Und das ist auch ein Prozess, das heißt, das gehört auch dann dazu, durch diese Prozesse hindurchzugehen, das Leid zu ertragen, immer wieder hineinzusterben, so wie es das du sagst, eigentlich. So kenne ich das auch. Das gehört alles dazu. Also wir sind da absolut in einem evolutionären Prozess, in einem kollektiven Prozess mit dieser Energie. Und die Energie ist da. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dem Planeten, wo die Energie nicht da ist, weil sonst würde er umfallen und tot sein. Ich bin auch Mutter, ja, und ich habe dann aber auch mal 3 Tage kein Gefühl gehabt und auch kein Gefühl zu meinen Kindern. Ja. Und ich habe mich halt dafür verurteilt dann. Also ich habe gedacht, was bist du für ein Monster? Du fühlst ja nichts. Und dann habe ich auch gedacht, ja, also als dann wieder so ein Denkprozess eingesetzt hat, dann habe ich gedacht, könntest du auch sterben, aber eigentlich brauchst du gar nicht mehr sterben, weil du bist ja schon tot. Ja, und es war echt schrecklich, es war einfach. Ja, wobei das der Verstand ist, der sich da selbst verurteilt, weil aus einer absoluten Sicht, ich kann es jetzt so sagen, gibt es nur dich. Aus der absoluten Sicht sind alles deine Kinder, ja, und das gilt für jeden von uns. Es ist natürlich, dass man das ja auch hat. In den schönen Momenten ist es ja auch da. Also da ist auch dieses Welt im Arm oder alles Universum. Und da bin ich auch mehr zu Hause. Dann möchte ich aber auch in den nicht so schönen Momenten möchte ich eigentlich auch flüchten und möchte auch lieber weg sein, wie da sein. Und auch denken, es ist bald vorbei. Und so. Und dann denke ich, bist du doof und so. Ist doch auch schön und hast auch tolle Freunde. Und toll, ne? Also es ist ja auch viel Tolles und vieles, was so viel mehr ist, wie es vorher war, und trotzdem ist auch schnell diese immer noch Frustration da, wo du denkst, du willst weg sein. Einfach Schluss damit. Gerade wenn auch Schmerz oder so kommt, wo viele Sachen, das passiert halt echt leider. Gehört aber dazu, das gehört wirklich dazu. Es wird auch die Fähigkeit, Leid zu ertragen, das Interessante wird auch größer. Das heißt, in meiner Erfahrung wird nicht nur die Fähigkeit, Freude zu ertragen, größer, ja, weil man quasi früher gerade einmal so viel Freude tragen konnte. Ja, ertragen muss man auch einmal ertragen, Freude. Ja. Plötzlich kann man so viel ertragen, aber mit dem Leid ist es genauso. Kann es auch manchmal sein, dass das auch wie so, also gibt ja Fremdenergie, ist ja so ein Punkt, eigentlich auch immer mal so ein, was so aufkommt. Und wo ich dann merke, also so negative Gefühle, denkst du ja schnell oder auch wenn man mal von anderen viel mitnimmt, denkst du, ja, Fremdenergie. Und die schönen Gefühle sind manchmal aber auch so, wo du merkst, es ist eigentlich too much und irgendwas ist dann zu viel. Und dann irgendwie so einen vernünftigen Weg, dass es von selbst schön reguliert, ohne dass es das ist der Teil, der es kontrollieren möchte. Ja. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, sich da auszusuchen, so oder so. Aus meiner Sicht ist sowieso alles eine Energie. Ich habe da selber Erfahrung gemacht mit, glaube ich, im tibetischen Buddhismus gibt es Meditationen, wo die Mönche in der Nacht auf irgendwelche Friedhöfe gehen, sich hinlegen, ihr Herz öffnen und die Hungergeister füttern, also so in die Richtung. Ja, aber sowas begegnet mir halt auch, regelrechte Dämonenfratzen. Und ja, Hingabe, ist auch gut. Das ist krass, aber nur so ist der Heilung möglich zu erkennen. Auch das bin ich. Und auch da das Herz zu öffnen und Hingabe. Ich bin dann irgendwann in Gomera gelegen und habe mir vorgestellt, da stützen sich 200 Energievampire auf mich und okay, dann nehmt mich. Hört das auf auch mal? Ja, das hört halt immer auf. Okay. Genau durch solche Meditationen, wenn man sich hingibt und merkt, wie stark, erstens, was Illusion dabei ist,
kommt ja auch dazu, oder Interpretation. Und wenn man merkt, die Energie ist ewig, ich bin ja nicht Energie, das ist ja nicht meine Energie, sondern die ist ja ewig hier, die hört nie auf. Da kann dir nichts genommen werden oder irgend sowas. Im Gegenteil, das Alte kann ruhig weg, ja, dann kommt Neues nach. Die ist ewig, das ist ewig, unendlich, wirklich unendlich. Und das ist das, was du bist auch, du bist die Unendlichkeit, die Energie ist die Unendlichkeit, Bewusstsein ist Unendlichkeit. Da gibt es kein Ende, an Energie jetzt sozusagen. Ein Ende gibt es ja wohl, an Erfahrungen kommen und gehen, solche Prozesse kommen und gehen. Da gibt es ein Ende. Also es gibt wirklich dann eine nächste Ebene und es wird immer intensiver und krasser, also krass im Sinn, dass man es mit Verstand gar nicht mehr richtig begreifen kann, aber gleichzeitig auch immer schöner oder intensiver. Das ist halt der Kommen und Gehen, so von solchen Erfahrungen. Aber das, was du bist, ist die Ewigkeit an sich, das ist die Unendlichkeit an sich. Ich hatte auch diese Ideen, wann hört das endlich auf oder eigentlich will ich am liebsten gehen. Da hatte ich Erfahrungen, die gingen in die Richtung, dass ich, als ich die Unendlichkeit quasi so richtig nicht nur erfahren habe, sondern auch der Verstand sich dann damit konfrontiert hat, und erkannt hat, ja shit, das geht ewig so weiter, also es wird nie aus sein, ne? Also Bewusstsein geht ewig weiter. Also dieser Traum, dass wir irgendwann sterben und weg sind, den kann man vergessen. Ne? Vor allem in östlichen Religionen ist das eigentlich, für die ist das schrecklich, die wollen ja, dass es endlich endet. Ne? Da will man raus aus dem Wiedergeburtsding, ne? Und bei uns ist ja immer im Christentum so die Ewigkeit versprochen worden. Die gibt es wirklich. Und das kann man eh vergessen, es endet nicht. Und es war ein Schock für mich zu erkennen, also für diesen Organismus, für den Verstand war das ein Schock, zu erkennen, das geht ewig weiter. Ja, vorher wollte ich ewiges Leben irgendwann finden. Und dann erkennst du plötzlich, dass du es gefunden hast, ja Mist. Das geht ja wirklich ewig weiter. Und wow, will ich das überhaupt? Also da gibt es viele Prozesse, aber es sind alles nur Prozesse, dass das Individuum das verdauen muss, was es erfährt, was es erkennt. Das muss halt der Verstand auch verdauen können. Und das ist bei jedem halt anders. Man kann auch in Psychosen reinrutschen und solche Dinge. Ich habe dann irgendwann einmal nicht mehr einschlafen wollen. Das war dann wieder der gegenteilige Effekt. Da kommt das Mitgefühl wieder raus. Da bin ich 5, 6, 7 Tage wach gewesen und in Indien bin ich gesessen im Dschungel in der Nacht. Also da waren sicher wilde Tiere oder so, mit Menschen konnte ich in der Phase gar nicht. Und bin da gesessen und wollte nicht einschlafen, aber nicht, weil ich Angst vor irgendwelchen Tieren gehabt habe, sondern ich hatte die Angst, um da hochkommen, wenn ich jetzt einschlafe, schlaft mit mir, ich war so identifiziert mit dem ganzen Universum, ja, die Identifikation kann man überall hinlegen, aber auf persönlicher Ebene war ich identifiziert mit dem ganzen Universum, weil man dachte, wenn ich jetzt einschlafe, dann ist das ganze Universum weg und die armen Wesen darin und die armen Menschen darin, ich darf jetzt nicht einschlafen, dann sterben alle anderen auch. Ja, also man kommt dann schon in so Zustände, wo man das sehr persönlich nimmt, dieses All-Eins-Sein. Und in dem Zustand habe ich dann nicht einschlafen wollen, aus Mitgefühl für die ganze Welt, weil wenn ich jetzt einschlafe, ist der Traum aus. Ne? Also solche, da geht man halt einfach hindurch. Das sind einfach Phasen, wo der Verstand, wo halt dieser Organismus mitkommen muss, das, was er erkennt, im Absoluten, auch zu begreifen und anzunehmen und damit zurechtzukommen, sozusagen. Weil es wirklich so groß ist, in jede Richtung so groß ist. Aber das kommt und geht. Und der schnellste Weg hindurch ist immer absolut authentisch das annehmen, was da gerade ist. Auch das Leid, alles. Ja, nichts vermeiden, absolut nichts vermeiden, jedes Gefühl vollkommen annehmen. Ist der schnellste Weg hindurch. Authentisch zu bleiben mit allem, was ist. Und wenn da Ego ist Ego da. Und wenn Verstand da ist, ist Verstand da. Das darf alles sein. Also nicht, ich war am Anfang der totale Ego-Jäger und Verstand, alles verurteilt und so. Aber nee, das ist Quatsch. Das ist auch Gott. Alles ist Gott. Alles bist du und das gilt für jeden. Ich
Ich wäre noch froh, wenn du mir helfen kannst, etwas zu verstehen, was mit geschehen ist. So in einer Gruppe, da habe ich Kundalini gemacht, am Boden sind wir gelegen, jedes für sich, mit viel Musik, lauter Musik. Und ich bin dann plötzlich so aufgeschossen, ich konnte nicht mehr liegen, habe mich hingesetzt und da war die Energie so stark, ich habe gedacht, ich werde verrückt jetzt. Und habe dann angefangen, meinen Kopf zu schüttern und da kam so ein riesen Ball, der war alles so farbige Blitze und als ich dort durch war mit diesem Gedanke, jetzt drehe ich durch, dann habe ich das halt wie zugelassen, dieses Hin und Her und Hin und Her mit dieser Energie zu gehen und dann war es gut. Und es war aber nachträglich auch noch, es hat mich begleitet, was war das jetzt genau? Ich habe auch nicht nachgefragt, was das jetzt war. Aber jetzt, wo so viel darum gesprochen wird, wegen Kundalini und so, kommt mir wieder ins Bewusstsein und dann denke ich, Ja, genau, ich schlafe ja auch nicht so viel in der Nacht oder ich bin ja auch oft unruhig oder habe Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt musst du aber gerade nur noch mit dir sein und Rückzug oder laufen gehen, so kommt mir alles so vertraut vor. Ich hatte aber zuvor noch eine andere Geschichte, wo so nach 3 Stunden Meditation ging ich auch in einen Raum, wo die Gruppe meditiert hat und aus dem Raum kam nur noch dieses Licht. Ich habe mir vorher gewünscht, ich will einfach lieben, ich will lieben. Und dann hat mich dort einer begleitet zu dieser Tür, ich schaue ihn so an und denke, der ist ja schon Liebe. Und dann kommt dieses Licht raus und ich fange an zu weinen, das hat mich so, also es war unglaublich, ich habe gedacht, ja, da ist ja schon alles Liebe, ich habe nur die Leute so angeschaut in die Augen und alle waren Liebe. Und ich war so ergriffen von der Situation, ich konnte eigentlich nachher gar nicht mehr klar denken. Ich vergesse seither auch ganz viele Sachen, Namen, Orte, Zeiten, buche falsche Hotels an falschen Orten, zum Beispiel heute. Okay, einfach hat das auch alles damit zu tun, diese Kontrolle zu verlieren und mit dieser Energie zu sein. Ja, wie vorher gesagt, der Name oder Begriffe wie Kundalini und so ist sowieso egal. Aber das ist, ja, klingt für mich ganz normal, quasi wie spiritueller Prozess, der eben in diese Richtung geht. Zu sich selbst oder was. Es geht ja gar nicht ums zu sich selbst. Es ist eben genau dieser Entfaltungsprozess. Der zeigt sich auch bei jedem anders. Mhm. Und darf sich anders zeigen. Es ist ja auch bei jedem was anders reinkommen ins System, also kommt auch anderes raus. Und genau so entfaltet es sich, ja. Genau so entfaltet es sich. Das gehört alles dazu, das Nichtwissen, all das. Auch dass der Verstand dann immer, es ist ja nicht mehr die Wichtigkeit. Das ist hier genauso oder so im alltäglichen Leben. Dass ich alles vergesse oder Namen oder das gehört alles dazu, ja. Weil es nicht mehr so wichtig ist. Ja. Weil man auf die Essenz schaut, auf die Seele und nicht auf irgendeinen Namen oder irgendeine Geschichte. Weil man immer mehr in das reinrutscht, in das wir sind alle eins. Auch auf der persönlichen Ebene, also auch auf der menschlichen Ebene. Weil es kommt quasi herunter, diese absolute Ebene. Manifestiert sich immer mehr auch im Persönlichen.
Und man kann schon manchmal das Gefühl bekommen, dement zu werden. Ja, ich nenne das gern spiritueller Alzheimer. Ja. oder ich leide an jetzt Rittis. Das ist eine wertige Frage. Ja. So, das nenne ich gern so. War dann auch interessant, dann später zu sehen, wenn es die Töchter dann sagen, ne? Wenn man irgendwas erzählt, Papa, das hast du uns schon dreimal gesagt. Also kann eine Alterssache natürlich auch noch sein, kommt alles zusammen. Aber den spirituellen Alzheimer, der ist recht schnell gekommen. Und er ist auch super beim Filme gucken. Also wenn ihr einen Film nach einem halben Jahr sehe ich einen Film und 10 Minuten vorm Schluss denke ich mir, ich glaube schon, dass ich den Alzheimer habe. Aber Gott sei Dank fällt mir das Ende nicht mehr ein. Super. Auch in Beziehungen, man kann sich jeden Tag neu kennenlernen. Neu verlieben. Irgendwie kennen wir uns ja von gestern, oder? So. Da war doch was. Ja, ganz so krass ist es nicht. Allerdings habe ich einen neuen Ausspruch für dieses Phänomen gehört. Das ist Edgar mal wieder oder so. Edgar mal wieder. Ja, jetzt sind wir schon in der Pause, genau. Kuchen. Kuchen. Namaste und bis später. Geht's dann mit Chakrabart weiter, nicht? Um 6:30.